dieses Mal bei Streter Bender Streberg. Ne, war ja letztes Mal schon, war ich in New York, hab da schnell ohne mich einen Podcast gemacht, ihr Pillemänner. Naja, gut, wenn du so früh bescheidst, wenn du so spontan deine Reise antrittst und wir haben dich vermisst, aber. Ja, ja, klar, hab ich gesehen. Ich hab mir das mal kurz angeguckt, 10 Minuten, dann wurde's mir zu blöd. Lutsch mich runter und nenn mich Bärbel. Warte mal eben, bevor es losgeht, nur ganz kurz. Erstmal danke fürs Zugucken. Wenn euch das gefällt, was wir machen, dann liked uns doch bitte und abonniert uns bei YouTube und bei Twitter und Instagram, Facebook. Wir sind ja viral mittlerweile, also verteilt die frohe Kunde über unser Schaffen. Es gibt aber noch was ganz Neues, denn Streter Bender Streberg sind ab sofort bei Patreon. Das heißt, ihr könnt uns ab sofort unterstützen. Ihr könnt Mitglied werden im Streter Bender Streberg Club. Und was das genau auf sich hat, das sage ich euch ganz am Ende dieses Podcastes. Wir haben ganz, ganz viel vor. Es gibt viel mehr von uns demnächst an einer anderen Stelle. Und was das genau auf sich hat, wie gesagt, erkläre ich euch am Ende. Das würde jetzt hier zu weit. Ich weiß, ihr seid alle heiß auf den Podcast. Also viel, viel Spaß jetzt mit uns. Der Podcast. Mit Streter, Bender und Streberg. So, und ich sehe von hier aus, dass man von deinem Gesicht nichts sieht, Gary. Wegen der Kappe? Wegen der Kappe, ja, genau. Mach ich mal dieses Mal so. Nee, bitte mach das nicht. Gary, bitte nicht. Ja, aber was soll ich denn machen? Einfach die Kappe ein bisschen höher ziehen. Du hast so eine schöne Stirn. Lass dir keinen erzählen, Gary, das sieht aus wie Arsch. Was? Seine Stirn. Seine Stirn sieht aus wie Arsch? Ja. Meine Stirn sieht aus wie Arsch. Laufen wir denn schon? Guck mal, Thorsten fällt völlig aus dem Bild. Ja, das sag ich ja. Geh mal hin und schieb mal ein bisschen. Ne, war ja letztes Mal schon, war ich in New York, hab da schnell ohne mich einen Podcast gemacht, ihr Pillemänner. Naja, gut, wenn du so früh bescheidst, wenn du so spontan deine Reise antrittst und wir haben dich vermisst, aber. Ja, ja, klar, hab ich gesehen. Ich hab mir das mal kurz angeguckt, 10 Minuten, dann wurde's mir zu blöd. wieso? Wir haben unseren eigenen Internet-Troll dabei. Ja, der Podcast ist scheiße, ich habe 10 Minuten davon gesehen. Stumpf. Sowas Dummes. Stumpf wie Hupe. Das ist doch, das ist genau wie Game of Thrones Staffel 8, Episode 3. Ja. Billig und austauschbar. Das war echt der beste Troll, den wir je hatten. Dankeschön dafür. Wir haben sehr gelacht. Läuft das Aufnahmegerät auch? Das Aufnahmegerät auch. Läuft das? Gundula kommt. Gundula, unser Technik-Girl. Gib mal meine Brille. Gib mal deine Brille. Bitte. Warte, bitte. Gundula, ich hab schon mal... Nicht durchs Bild laufen, danke. Doch, bitte, komm. Nein. Einmal durchs Bild. Oh, ey. Ich hab schon einmal mit Profis arbeiten. Wir haben unseren 59. Podcast, ihr Lieben. Was haben wir, unseren 59? Ja, nee, ist doch nicht der 60. Ist doch nicht der 60, der 59. Also alles, was ihr vorher gehört habt, ist nicht wahr. Und wir haben einen besonderen Gast. Er ist wieder da, meine Damen und Herren. Gary Streberg. Ja. Hallo. Schön, na? Ja, auch schön. Hier. Schön. Ja, es seid ihr ja gegönnt. Ich finde das ja auch Urlaub. Gut. Ja, Urlaub. Vielen Dank. Ja. Sieht man dich auch mit der schwarzen Tasse oder ist das jetzt so mit der schwarzen Kanne vorne? Kann da mal einer gucken? Tu mal was zur Seite. Mal so gucken. War es denn schön gewesen? War es denn schön gewesen? Wie man so sagt, ja, bei uns. Ja, es war schön gewesen. Es war sehr schön. Ja, ich bin viel gegangen. Und das ist ja das, was ich liebe an New York, dass du selbst, das Gehirn stellt sich selber auf Autopilot und dann läufst du 15 Kilometer durch so eine durchnummerierte Stadt, das kommt mir sehr entgegen. Ja. Ist nicht so dieses, wo ist hier die Ramirez von und zu Freiherr Peitzmeier Allee 4, sondern mehr so 29. Straße, genau. 28. Ja. Straße. Ja. So, kapiert das, jeder. Ja, jeder total geil. So ein bisschen wie Mannheim auch, ne? Q8. Ja, obwohl dann kam ja so ein Columbus Circle, habe ich geweint. Ich hatte keine Koordinaten mehr. Das war ganz schlimm. Aber du warst, mein Problem ist immer, wenn ich irgendwo in Städten bin, sei das jetzt New York oder Berlin oder London, einfach oder Bad Kreuznach. Oberursel, das ist die ja immer gerne die Getränke bringt. Die Oberursel, das habe ich auch gesagt. Habt ihr nur Oberursel? Ist das so eine dominante Frau? Nein, es gibt ein schönes Buch von Douglas Adams und das ist eingedeutscht worden und genau da stehen diese Sachen drin. Das ist damals erschienen bei 2001. Kennst du das? Ja, und in welchem Jahr? bei 2001, ich glaube, irgendwann in den 80ern. Aber ich habe es irgendwo noch. 2000, doch, gibt es noch. Es gibt noch Läden und du kannst auch noch online bestellen. Ach was. Ja, doch, durchaus. Aber ich habe immer das Problem, dass ich, wenn ich in eine Stadt gehe, dass ich immer die gleichen Strecken ablaufe. Immer die gleiche Straße, immer und so, ne? Hier Berlin, Oranienburger, abends. Ja. Ne? Knick, knack, wink, wink.
Du warst aber auch. Flunazis. Tauber Vogel, Güte, Knickknack, wenn sie mich verstehen. Hast du gerülpst? Ja. Habe ich gehört. Du warst auch in Brooklyn, ne? Ich war in Brooklyn. Ja, da war ich noch nie. Oh, in Brooklyn and it's very special. Was war denn in Brooklyn los? Nix. Das war Brooklyn, geht man mal hin. Also, das ist, da läuft man dann lange. Musste über die Brücke, habe ich ein Taxi genommen, da habe ich dann einmal aufgezeichnet. Und ah, das habe ich gemacht, das habe ich aber gemacht. In Brooklyn so gehen halt. Das ist ja sehr städtisch, sehr vorstädtisch und dann läuft man da durch. Nichts machen, nichts weiter. Ist das so ein bisschen wie Berlin-Mitte? Also so habe ich mir jetzt so vorgestellt, so, weißt du, so Prenzlberg, so ein bisschen von der Anmutung her? Ja, obwohl man es nicht so gut vergleichen kann. Das ist, man fremdkörpert da schon so durch. Okay. Aber macht Spaß, also es war echt schön. Und dann oder Manhattan so wieder und gut. Manhattan. Muss aufpassen, in Manhattan gibt es Ratten. Auf den kannst du reiten. Aber das ist auch schön. Nee, grade, wenn ihr euch fragt, wo wir sind, gerade, wir sind nicht im Little Nemo, wir sind im Majestic. Majestic. In Dortmund. In Majestic, in Waldrop. Dortmund-Waldrop. In Dortmund-Waldrop. Ist das nicht Dortmund? Ja, doch, erfinde doch einfach neue Stadtteile von Dortmund. Mach dir mal Freunde. Waldrop im Kreis Recklinghausen. Wir sind in Gelsenkirchen-Ewing. Hast du gelitten oder was? In Waldrop. In Waldrop. Was ist das denn? Singapur-Scharnhorst. Weißt du, das ist Waldrop einfach für sich. Das ist eine sehr kleine Gemeinde wie Twin Peaks. Eigentlich genau wie Twin Peaks. Ich habe doch nur einen Scherz gemacht. Ja. Was ist denn deine Verbindung zu dem Majestic hier? Das ist ja ein Theater, wie man vielleicht hinter uns sieht. Theater, würde ich sagen. Ist ein Theater, ja. Aber war früher was anderes, nämlich? Das war früher unser Kino. Mhm. Also eins unserer Kinos. Wir hatten zu unserer hohen Zeit hatten wir drei. Und das war eins dieser Kinos. Und das hat der Andy, Andreas vermutlich, aber Andy hat das entkernt. Hier war vorne die Videothek drin. Ja. So eine richtige scheißige Videothek und dahinter war das Kino. Hast du da aufgenommen in der Videothek? Ja. War das das? Genau die Videothek. Die Nummer, das war die Nummer. Videothek, das war die Nummer. Wo ich meinen allerersten Einspieler gedreht habe, für den Männerhaushalt. Nur für den Piloten, gestampften Männerhaushalt. Weil es ist ja zu. Genau. Nö. Für den, nein. Ja, aber die Geschäfte laufen noch nicht mehr so gut. Doch, brillant. Am nächsten Woche Arsch zugekniffen. Gibt es noch Kinos in Waldrop? Nee, das war's. Also es gibt keine Kinos mehr. Aber ich habe schon überlegt, hier im Majestic auch, da überlege ich wirklich, einen Filmclub zu machen. Das heißt, zahlst mir 100 Euro im Jahr. Ich besorge einen 4K-Beamer und morgens um 11 treffen wir uns. Ja. Morgens um 11, keine Kaffee, ich habe Berliner gekauft und wir gucken Godzilla gegen King Kongs Sohn. Ja, super, bin ich dabei. So in so hoch aufgelöst, wie es geht. Ich kaufe eine Leinwand, die groß ist und dann haben wir einen Filmclub. Mhm. Also ich führe nicht öffentlich auf, sondern nur für die Clubmitglieder und hoffe, dass da 50, 100, 200 Mann zusammenkommen. Wir sitzen hier, ich mache eine Pause, damit jeder rauchen gehen kann. Es gibt Kaffee zu saufen und das ist unser Filmclub. Dann ist doch mal die lange Phantomasnacht und so. So, so. Oh ja, sehr schön. Hört sich gut an. Was ist eigentlich für ein T-Shirt, das du gerade anhast, was die Leute, die uns ja nur hören, nicht sehen können? Das ist ein T-Shirt von der amerikanischen Komikerin Tig Notaro. Tig Notaro. Ja. Und die Großbrett. Meiner Meinung nach absolut brillant ist. Und bei Netflix gibt es ein Special von ihr und eine super Dokumentation, die man sich unbedingt ansehen auf sollte. Auf jeden Fall. Und auf Amazon Prime läuft. Getoppt wird das nur noch durch. Habt ihr Nanette gesehen, komplett? Wen? Das Comedy-Special Nanette. Ja. Nanette. Ich habe so geweint. Ja. Wollte ich gar nicht. Um wem denn? Aber das war wirklich, das hat mich fertig gemacht. Danach hätte eigentlich nichts, auch kann eigentlich nichts mehr kommen. Nanette, guckst du dir an. Ja, das ist halt so ein bisschen so die Frage, inwieweit Comedy die Grenze überschreitet zur Tragedy. Ne? Wir wissen ja alle, Comedy ist Tragedy plus die Timing. Die war trotzdem durchgängig sehr, sehr lustig. Genau. Von wem reden wir jetzt, Thorsten? Von Annette. Von Annette. Wer ist das denn? Das, so heißt das Special. So heißt das Special. Und die Performerin heißt. Okay, alles klar. Schaust dir einfach an. Da haben wir jetzt gerade eingeblendet. Alles klar. Und das ist Annette. Ist ein Meisterwerk. Und auf Amazon Prime läuft, wie heißt es, One, Two Mississippi? Von Tig Notaro. One Mississippi. Genau, zwei Staffeln. Und da, also, weil sie hat, sie ist eigentlich, also, sie war schon eine etablierte Komikerin und dann ist ihr wirklich. Sachen passiert, die in so kürzester Zeit, das ist schon ein ziemlicher Hammer. Also sie hat es fing damit an, dass sie eine Bakterienerkrankung hatte, wo praktisch ihre ganzen Innereien in Flammen standen, wie sie es selber beschreibt. Dann irgendwie zwei, drei Tage, sie kam gerade aus dem Krankenhaus, ist ihre Mutter gestorben bei einem tragischen Unfall. Und dann hat sie die Mutter, glaube ich, gerade beerdigt, dann wurde ihr bei ihr Brustkrebs diagnostiziert. Also alles wirklich in drei massive Einschläge in kürzester Zeit. Und was hat sie gemacht?
Sie hat sich auf die Bühne gestellt. Und drüber geredet. Und hat drüber geredet. Genau. Und es das ist ein absolut legendäres Comedy-Special geworden. Genau. Und das ist nicht nur lustig, das ist auch, gibt für mich so den Spirit von Stand-Up wieder. Ja, absolut. Genau das ist die Verarbeitung von. Übrigens, Thorsten, dein Interview zu Depressionen, was ja mittlerweile wie viele Millionen Klicks hat, meine Stimmt Fresse ist nicht. Nein, aber es ist absolut fantastisch. Ich werde so oft darauf angesprochen. Ja, nicht mehr, Thorsten, also ich bin drauf. Das ist wirklich absolut toll, was du da gemacht hast. Man wird ja mal Depressionen haben dürfen. Weißt du? Also ist ja Also mein neues Programm ist ja Schnee, der auf Ceran fällt. Ach so. Was aus der Wie gesagt, ich wollte erst nehmen, Frau Godzillas Gespür für Schnee, aber das hat keiner mehr verstanden. Nicht schlecht. Nee, danke, das habe ich, mich haben jetzt auch hochwertig produziert gewesen. Ne? Sehr gut. Ganz gut, das war wirklich sehr gut. Habe ich davon nichts gemerkt. Nee, das ist, wenn man so dann jemanden sieht, den man ja eigentlich auch kennt und mit dem man auch unterwegs ist und dann sieht man sowas und denkt so, und es bleibt ja echt so ein Kloß im Hals stecken. Ja, aber Depressionen machen dich ja nicht zum Psycho. Das lag aber auch daran, weil ich Klöße gegessen habe zu dem Zeitpunkt. Ja. Mich überzieht ja jetzt keine dünne Schicht normaler Menschlichkeit, darunter bin ich depressiv. So, das ist so ein Aspekt halt, das ist eine Krankheit. Und da bin ich jetzt auch mit fertig, hoffe ich erstmal, weil das ist ja das Gute am Alter. Der Körper sagt dir, ja, nee, komm, wir stellen mal die meisten Funktionen ein, können wir Depressionen auch weglassen. Und das ist ganz praktisch. Das fällt einem dann leichter, darüber zu reden. Aber so war das halt. Ja, ne? Ja. Sehr schön. Also, willst du den Leuten immer Kacke erzählen? Wenn ich es noch nicht gesehen habe. Ja, du machst ja, genau, machst ja ganz vielen Leuten Mut damit. Bleiben wir mal ganz kurz noch ernst. Reden wir dann. War gar nicht meine Absicht, freut mich aber. Ja, das ist doch das. Bleiben wir mal so ernst. Bleiben wir mal ernst, reden wir mal kurz über die Menschen, die in den letzten Wochen gestorben sind. Dann haben wir das nämlich ist auch. Ist das denn für die? Ja, wieso? Also jetzt nicht über alle Menschen, die in den letzten Wochen gestorben sind, sondern über die Leute aus Film und Fernsehen. Karl Katlewski. Karl Katlewski. Grinsen an der Luhe. Ja. Genau. Edi Schubiak, wer kennt ihn nicht? Den kleinen Minigolfplatz hinterm Lidl. Weg. Hinweggerannt. Dann sag mal, wer ist denn gestorben? John Singleton. Mit 51. Ja, unglaublich. Das ist früh. Das war John Singleton, Boys in the Hood, Malcolm X und natürlich, das stand halt überall, der Fast and the Furious Regisseur. Was hast du denn da für einen Kratzer am Arm, alter Falter? Was hast du gemacht? Ich war im Garten und bin an die Brombeeren geraten. Du bist an die Brombeeren geraten. In Witten. Ich bin in Datteln. Ich bin auch morgens aufgewacht. Ich bin an die Brombeeren geraten. Das klingt so wie, hey, wo willst du hin, Puppe? Und dann so, genau, sprich nicht mit den Brombeeren. Wer schon mal mit Brombeeren zu tun hatte, die sind fies, die sind böse. Hey, also die stechen. Ja, genau. Brombeeren sehe ich schon. Die greifen aggressiv. Die kennen keine Verwandten. Mein Auto wird vom Baum angesprungen. Das war auch ganz schlimm. Ich wachte morgens auf durch einen Spitzenschrei meiner Frau, die dann, und ich so, was ist los? Wegen Spitzenschrei. Man stuft das ja ab. Einige sind lame, aber das war ein Spitzenschrei. Genau. Und, da muss man sagen. Gab's einen kleinen es hat aber nicht geblutet. Also es sieht schlimmer aus, als es wehtut. Also es war okay. Es sieht eine Narbe bleiben, aber. Es sieht schlimmer aus, als es wehtut. So. John Singleton, schön. Welchen Teil von Fast and the Furious hat er denn gedreht? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich wusste wirklich jeder mal eingedreht. Glaube ich mal. Ja. Also, John Singleton, Peter Mayhew. Ja, Peter Mayhew. Ich habe auf deinem Blatt zuerst Peter Maffay gelesen, mich sehr erschrocken, aber Peter Mayhew, du hast schon eine Sauklaue. Voll, ich hab's ausgedruckt. Ich hab eine Sauklaue. Du kriegst wenn du alles totschreibst, doch. Du hast eine Sauklaue. Das ist Arial 12. Ja, so schreib ich. Weißt du? Ja. Ihr gebt euch einfach keine Mühe. Peter Mayhew, bekannt aus. Der mit dem Wolf tanzt. Jetzt ist gut. Peter Mayhew, Chewbacca. Der Mann, der Chewbacca war. Ja, natürlich. Chewbacca verkörpert. Der Chewbacca immer sein wird. Und der über. Macht doch nicht lustig, Peter Mayhew. Nein, wenn man Chewbacca imitiert, dann ehrt man ihn, wie ich finde. Und Peter Mayhew war ja, ich habe mir das nochmal angeguckt, Peter Mayhew war eigentlich nur Chewbacca. Der hat nicht viel mehr gemacht, als Chewbacca zu sein in seinem Leben. Das reicht ja auch. Aber das hat auch gereicht, weil ich finde, wenn man wirklich in so einem Flocati steckt und nichts anderes machen kann, als sich ein bisschen bewegen und mit dem Kopf, allein sein Kopf wippen, war schon, also ich wollte immer so einen Chewbacca auch haben als Freund, genau. Ja. Doris Day. Hast du doch jetzt Chewbacca. Achso, ihm. Ja, ihmchen. Peter Mayhew. Doris Day gestorben, mit 97 Jahren. Zu früh. Ja. Zu früh gestorben. Doris Day, ja. Doris da darf Day. Man Kesera, auch gerne. Kesera, Sera, welcher Film? Wenn die Film, Doris Day Film war. Nein, Quatsch. Der Mann, der zu viel wusste, natürlich. James Stewart. Kesera. Die ganzen wunderbaren. Der Mann, der zu viel wusste, ist auch so ein völliger Schwachsinnstitel. Hätte mal gut für Wieso? Wieso? Das war ein Mann, der wusste zu viel. Ja. Ist nun mal so. Manchmal wissen Männer viel. 2+2 ist 4, das hat sie keiner gefragt. Ich weiß das aber alles. Ein sehr kurzer Film. Ja, Doris Day gibt es jetzt ganz viel auch bei den Streamingdiensten. Genau. Kann man genau. Mitternachtsspitzen. Doris Day auch eine Deutsche, ne? Doris Day, eine Deutsche? War ja, Deutsch? Ja, ja. Ja? Wusstet ihr, ja, Fun Fact, Tag. Wusstet ihr, es gibt tatsächlich eine Verbindung zwischen Doris Day und Charles Manson? Okay.
Sag. Und zwar. Aber eben in der Gruppe. Pass auf, nein, pass auf. Charles Manson hat ja mal Ambitionen gehabt, Country-Sänger zu werden. Und Doris Days Sohn ist Musikproduzent und hat den Charlie da sitzen gehabt. Und der hat ein paar Mal für ihn gesungen und dann hat Doris Days Sohn gesagt: Nee, lass mal Doris Days Sohn, Daniel Day-Lewis? Ich weiß es nicht. Und dann hat er gesagt, nee, Klaus Nametta, das kannst du vergessen, das wird aus der Karriere wird nichts. Und da war Charlie Manson war sehr Charlie, sauer. Wie du ihn nennst, nicht ja, Charles, nicht Charles, den Charles Manson, sondern Charlie. So, pass auf. Monate später hat die Familie Day ihr Haus verkauft. Und wer ist da eingezogen? Charles Manson. Nein, Roman Polanski und Sharon Tate. Und Sharon Tate. Genau, und da hat sich, angeblich hat sich Doris Day und vor allen Dingen aber auch ihr Sohn jahrelang Vorwürfe gemacht, weil sie geglaubt haben, dass sie eigentlich das Ziel waren. Das weiß man auch und das findet man nie raus. Und Charles Manson ist jetzt tot endlich. Der ist auch tot. Ja. Auch gut, Blödmann. Peggy Lipton. Blödmann, vor allen Dingen der Frechdachs. Charles Manson. Der Frechdachs, das geht über Tisch und Bänke, echt. Peggy Lipton ist gestorben mit 72 Jahren. Peggy Lipton. Echt schade, ich habe den Tee gerne getrunken. Ja, was ist? Genau. Peggy Lipton war. Das schneiden wir komplett raus. Norma Jennings aus Twin Peaks. Nein, der war schon okay. Der war schon okay. Also, das ist okay. Norma Jennings, die Besitzerin des Cafés in Twin Peaks, die den wunderbaren Kirschkuchen gemacht hat. Und ich war verdammt unter anderem auch verheiratet mit Quincy Jones und die Mutter von Rashida Jones. Ehrlich? Ja. Echt? Ja. Wow, okay. Quincy Jones hat damals das Album gemacht, L.A. is My Lady mit Frank Sinatra. Genau. Hat die Arrangements geschrieben und sie haben das immer komplett durchgesungen mit Orchester. Es gab keine einzelnen Tracks, war toll. Ja. Spielt keine Rolle. Ja. Das tut Rashida mir leid. Jones. Also Peter Mayhew. Es ist ja auch so, dass je älter wir werden, umso mehr Leute, die wir mögen, verabschieden sich. Ja, das ist nun mal so. Ich glaube, Peter Mayhew hat den Chewbacca auch so erfüllt, also buchstäblich hat er ihn ja gefüllt, erfüllt, dass ich glaube, dass wenn Chewbacca nochmal in einem der weiteren 90 Disney-Teile von Star Wars auftaucht, dass wir es merken werden, wenn es nicht unser Chewie ist. Naja, hast du Solo nicht gesehen? Was denn? Solo? Habe ich sofort gemerkt. Hast du sofort gemerkt? Fremdscham, Cringe 9000. Hast du gemerkt, dass das ein anderer, ein 2,30 Meter großer Däne war? Oder sofort, wie der sich bewegt. 2,30 Meter Däne, große Däne. Das hat mich so genervt. Ja. Okay, na, ich mag den. Ich mag zu denen unglaublich Sympathie entgegenbringen. So, lass uns mal über die Trailer reden, die wir gesehen haben. Es gibt nämlich einen Trailer, auf den wir wir haben mit den Füßen gescharrt. Ja. Und wir müssen drüber reden. Der It-Trailer ist raus. Der It-Trailer. Wie heißt It jetzt? Chapter 2. Wie ich finde, ein sehr ungewöhnlicher Trailer. Sehr ungewöhnlich, tatsächlich. Warum ist der so ungewöhnlich? Doch, wegen, lass mal eben. Weil er ja praktisch eine komplette Szene vorwegnimmt. Ja, komplett tut. Diese Szene, die mir so wichtig war, weil sie eine der Schlüsselszenen ist bei der Rückkehr, es war mir so elementar wichtig, dass sie im Film ist, weil ich sie beängstigend finde. Im Buch ist es so, dass sie dann da sitzt und langsam wandelt sich der Kaffee in Scheiße. Es läuft natürlich langsam über 10 Seiten ab und subtiler. Ja. Dieses Furchterregende haben sie toll eingefangen. Ja. Ich freue mich seitdem, dass sie eine ganze Szene bin und nicht wieder klack, klack, Luftballons. Genau, das kommt dann. Super. Also ich bin begeistert. Wirklich. Ja, ich wirklich wie man immer wieder, wenn sie es wirklich machen, längere Laufzeit, mehr Budget, mehr, ich freue mich riesig drauf. Also wir sehen September geht's los. Genau, wir sehen zum ersten Mal Jessica Chastain als, wie heißt sie? Beverly. Als Beverly, natürlich. Beverly Marsh. Und ich finde auch die Besetzung der Großmutter, dieser Oma. Also die nur kurz auftaucht. Ist nur kurz, aber trotzdem, es reicht, wenn sie diese Stille, diesen Moment hat, wo sie sich nicht bewegt und du denkst, was passiert jetzt? Das ist das Beste in dem ganzen Trailer. Das ist unglaublich, ja. Das war schon ziemlich großartig. Also wirklich, toll, endlich mal einen anderen toll. Trailer zu sehen. Wir sehen die anderen Schauspieler, wir sehen unter anderem. Nicht wahr? Wir sehen unter anderem natürlich James McAvoy und natürlich Bill Hader. Bill Hader? Genau. Der gute alte Bill Hader. Bill Hader. Barry. Zweite Staffel. Jetzt zweite Staffel online. Gerade. Also wer Barry nicht kennt, der hat verpennt. Die Welt verpennt. Hader. Hast du Barry schon gesehen? Barry? Ja. Die Serie? Die Serie? Er spielt einen Auftragskiller. Ein Auftragskiller, der plötzlich moralische Anwandlung kriegt. Ich habe jetzt mit Game of Thrones angefangen, Staffel 1. Scheint heißer Shit zu sein. Das ist ganz heiß. Hoffentlich kommen bald Dinosaurier. Was, was nicht? Game of Thrones. Hast du angefangen? Hat jetzt angefangen. Ja. Oh. Ich habe Staffel 2 geguckt. Nein, wir reden. Top of the Pops. Pass auf, wo wir gerade dabei sind. Wir reden in diesem Podcast nicht über Game of Thrones, denn zum Zeitpunkt dieses Podcastes ist die letzte Folge noch nicht gelaufen. Nee. Und wir werden, wenn
das gelaufen ist, werden wir was nachschieben. Ja, wir werden dann mal so einen Abriss machen. Wir schieben da mal was nach. Und, ja, wir erzählen bis, gleich bis mal, wovon da, die letzte Folge gelaufen genau. ist, wo und ich da den Kaffee aufhatte. Da bist du da nicht dabei. Natürlich, weil, ich bin ja öfter mal nicht dabei. Weil wir dich nicht spoilern wollen. Du warst doch in Gedanken, du hast uns doch einen wunderbaren Schiebenachten. Habe ich alles wieder vergessen, habe ich Pflegestufe 2. Welche Folge hast du denn gesehen? Ich habe bis vierte Staffel geguckt. Du hast vierte Staffel durch und dann habe ich erstmal gelassen. Dann kam die neue Staffel erst zum Kaufen, wieder für 26 Euro auf Amazon. Dann habe ich erstmal Pause gemacht und mich anderen Dingen zugewandt. Und im Moment genieße ich auf meinen langen Fahrten durchs Land wieder die erste Staffel nochmal von True Detectives. Oh, das ist für mich Königsdisziplin. Mit Matthew McConaughey und mit Woody Harrelson. Wesley Snipes, genau. Matthew McConaughey. Und Blade. Ich habe alle drei Blade gekauft auf Apple und habe alle drei Blade geguckt. Und bist du das Blade? Super. Ich muss dir angucken, wie die langsam schlechter werden. Das macht richtig Laune. Was der zweite ist Guillermo del Toro, ne? Guillermo del Toro. Das siehst du auch. Er nimmt da seine ganzen Kreaturen vorweg, die er in The Strain gebracht hat und so. Der hat immer diese gleiche Sprache. Und das macht schon Laune. Folgst du eigentlich Stephen King auf Twitter? Ja, da du ja auf King. Twitter bist, weil er hat ja schon geschrieben, dass er hat den Film gesehen komplett. The Second Chapter. Genau, ja. Den Twitter da. Früher als ich. Weiß nicht, ob ich das gut finden soll, ehrlich gesagt. Ja, Kappe. Kappenalarm. Ja, also wir freuen uns drauf. Ich freue mich tierisch. Also da, ja, es gibt drei Filme, auf die ich mich richtig freue. Das ist der erste davon. Auf S freue ich mich wahnsinnig. Ja, was denn noch? Zweitens freue ich mich unglaublich, aufgrund der ganzen Kritiken, auf den neuen Godzilla. Oh ja, ich hab da richtig Bock drauf. Jetzt ja. Ich habe zuerst die Trailer gesehen und dachte mir, ja komm, wieder alles im Halbdustern und so. Und ein bisschen sehr, weiß nicht. Aber viele Kritiken haben, die ihn vorab gesehen haben, haben gesagt, sensationell, macht Laune, spaßig, technisch, toll. Ich habe Bock auf einen guten Godzilla-Film. Mhm. Wir hatten ja auch viel Spaß bei Kong Skull Island. Ich habe da gesessen, ich fand den Knorke als Ich fand den auch Knorke. Was hoffst du denn, was besser wird als zum ersten Godzilla? Mit dem hattest du ja doch Probleme. Es war ja ganz eine nette Herangehensweise. Der Gareth Dingenskirchen, der den Film Edwards, der den Film gemacht hat, hatte vorher Monsters gemacht. Ein Film, der Monsters hieß und wo kaum Monster drin vorkamen. Eigentlich überhaupt nicht. Also hat er Godzilla gemacht und hat einen Film gemacht, in dem kaum Godzilla vorkommt. Und jetzt ist gut. Ich verstehe das alles. Als nächstes Mal wahrscheinlich Peter Pan und da kommt London nicht drin vor. Er hat als nächstes was nochmal gemacht dann danach. Rogue One, oder? War das nicht Rogue One? Ja, genau. Ich glaube, du hast recht. Ja, genau. Kam Chewbacca drin vor. Ich hab's euch gesagt. Ja. Und dann, jetzt freue ich mich auf den zweiten, wenn er mehr von allem hat. Ich mag die ganze düstere Stimmung. Macht der Edwards in den Film? Nein, nicht gemacht. Nein. Und ich freue mich darauf, King Ghidorah zu sehen. Denn das ist ja schon, wir transportieren hier Sachen aus der Zeit, als ich 11 war, in dieses Jahrtausend. Setz das bitte sorgfältig um. Ich habe da Spaß dran. Und du hast diese Filme sogar hier in diesem Theater gesehen, wahrscheinlich. In diesem habe ich es gesehen. Ich habe es gesehen in diesem Theater. Weißt du, was ich hier gesehen habe? Was denn? Ein bisschen zu früh Texas Chainsaw. Bilitis. Ah, okay. Ich dachte Bilitis. Nee, genau. Bilitis oder Der Teufel in Miss Jonas. Was? Wen? Der Teufel in Miss Jonas. Das war mein erster Softporno-Film. The Devil in Miss Jones, meinst du? The Devil in Miss Jones. Nee, der heißt in Deutsch, der Teufel in Miss Jonas. Ja, der heißt so in Deutsch. Sag aber nicht. Doch. Echt? Im Bali-Kino. Natürlich, Miss Jones. Mit einer warmen Fleischwurst. Wenn ihr mehr über Godzilla lesen wollt, es gibt ein Interview mit Michael Dougherty, das ist der Regisseur von Godzilla, in der neuen Deadline, die übrigens ihre 75. Jubiläumsausgabe feiert. Herzlichen Glückwunsch an die Kollegen. Ganz tolle Sache. Ein großes Interview Was ich dabei. Übrigens jetzt gesehen habe, mal seit langem Atomic Blonde. Ja. Atomic Blonde fand ich gut. Ich fand den auch gut. Ich fand den leck mich am Arsch. Die Kampfszene in dem Treppenhaus. Ist gut, ja. Die ging das über 10 Minuten. Das ist der Trend jetzt. Das ist der Trend nahezu schnittfrei. Naja, ich meine, da waren Schnitte drin, aber das ist ja auch egal. Aber da tat aber auch wirklich jeder Schlag tat weh. Absolut. Ich hatte aber ähnlich viel Spaß bei Polar. Das war auch so ein Ding, wo ich dachte, das ist ein kleines Meisterwerk. Ja. Polar mochte ich sehr gerne. Übrigens, ich habe gesehen, Charlize Theron macht den Atomic Blonde 2. Okay.
ist in demnächst. War komisch, ich habe den in Berlin gesehen. Ich mag die total. Im Zoopalast und der spielt ja da. Der spielt ja in der Gedächtniskirche. Ah, ja, genau, ist ja dieser verrückte Uhrmacher, der gespielt wird von dem Charakter-Meme Til Schweiger. Und ich war halt in der Woche in Berlin und ich war auch müde. Ich fand den halt ein bisschen blutleer. Also von wegen. Ja, ganz ehrlich, ich war mal. Bitte, Ruhe. Weil das ist so Blut geflossen ohne Ende. Ja, aber ich fand den so. Blut wäre so von der Substanz her, weißt du, so. Und auch ein bisschen unterkühlt, aber so waren sie halt die 80er. Und wer Ende 89 in Berlin war, der weiß genau, so war das. Und als ich dann rauskam aus dem Kino, aus dem Zoopalast, stand ich dann halt vor der Gedächtniskirche und dachte, wow, ja, genau. Ich hier erinnere mich nicht. Ja, genau. Ich habe, man konnte Polar übrigens, als ich in Wien letzte Woche war zum Auftreten, und ich habe in Wien, das Foto müssen wir einblenden, ich habe unter Bill Burr an der Wand unterschrieben. Das ist echt geil. Oh, ja. Geil. Erst Bill Burr, der gesagt hat, bester Gig der ganzen Tour, und ich habe drunter geschrieben, bereitet alles für meine Rückkehr vor, direkt darunter, völlig aufdringlich. Super, der war kurz vorher da. Wann sind die eigentlich mal in Europa? Ich kriege das überhaupt nicht. Ich bin in einem Veranstaltungskalender genannt für die nächste Tour, tritt vor mir auf John Cleese. Mit Seven Ways to Skin an Ocelot. Ist das eine neue Tour? Ja. Ich habe ihn letztes Jahr gesehen mit The Last Chance Before I Die. Ja. Deswegen ist The Last Chance to See Me Before I Die. Ja, genau. Deswegen war das the Second Last Chance Before I Die. Ja, das ist Lass ihn mal. Wann kommen die nach? Ja, so Patton Oswalt. Das hat mich total überrascht, dass der in Europa unterwegs ist. Irgendwie und, in Wien, das ist aber auch ein Theater, das ist eines der geilsten Theater, die ich in meinem ganzen Leben gewesen bin zum Auftreten. Ja, das Globe in Wien, du bist tot. Der Ton ist perfekt, das Licht ist perfekt, die Bühne ist perfekt, alles funktioniert. So wie hier im Waltrop, im Majestic. Sonic the Hedgehog. Boah, komm, Alter, was soll das denn jetzt? Ja, wir müssen weiterkommen hier. Ja, warum? Ja, weil wir, hier, guck mal hier, meine Liste hier, guck mal, was wir noch alles abarbeiten. Wen juckt deine Liste? Was steht da drauf? Nicht gucken, hier. Ja, so, Sonic the Hedgehog, der Trailer. Ich war überrascht, Jim Carrey wiederzusehen, muss ich sagen. Und dann, ich habe Jim Carrey schon vorher gesehen, er hat so einen ganz dubiosen Film gemacht. Der hat mir komplett geliehen und angeguckt. Ja. Welcher war das denn? Mit Martin Martin. Ach so, den. So ein Killer. Wo er den Bart Vollbart hat? Ist das? Ja, wo er nicht viel redet, Glatze rasiert, schön gespielt von ihm, aber. Ja, Sonic the Hedgehog, ich hab das zwar wahrgenommen, dass es die Spiele gibt, Sega. Oh doch, ich habe die gerne gespielt. Hast du gerne gespielt? Ich fand die immer gegenüber Mario sehr. Ja, es war natürlich so ein bisschen Rip-Off. Rip-Off, ne? Ja. Ich meine, die haben später zusammengespielt, Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen, die gab es irgendwann mal ein Joint Venture, natürlich. Aber jetzt, ich meine, gut, ich habe auch Pikachu noch nicht gesehen, der sehr gut sein soll, was ich gehört habe. Ja, also für ein Videospiel-Adaptionsfilm. Ich hab ihn auch noch nicht gesehen. Dass das gut ist. Sei doch nicht Detektiv so negativ. Pikachu. Ja. Wir werden deinen Vater suchen. Weißt du, wenn beim Film gar nichts mehr geht, dann muss der Typ, der Deadpool gespielt hat, immer darüber labern. Naja, aber lass doch mal erstmal abwarten. Na gut, vielleicht ein großes Meisterwerk. Lass mal gucken. Aber bei Sonic bin ich mir halt eben nicht sicher. Ja, vor allem auch, weil Sonic sehr merkwürdig aussieht. Was machst du da? Ich mach ein schönes Foto von meiner Frau. Ey, hallo, wir sind ja gerade am Störung oder was? Foto wir machen von deiner Frau, wir machen gerade einen Podcast. Das kannst du zu Hause auch machen. Du wohnst doch bei deiner Frau, dann ich höre doch auf mit dem Scheiß. Ihr redet doch wieder miteinander. Du kannst doch sie auch anrufen. Hallo? Anrufen. Naja, Sonic krankt, glaube ich, daran, dass das einfach beschissen gemacht ist. Das wird genau so ein Ding wie damals Rocky und Bullwinkel. Da haben wir auf der Fahrt hierhin drüber gesprochen. Für das sich Robert De Niro extra eine Glatze geschoren hatte. Ja, er hatte so einen Undercut. Wir haben gerade drüber gesprochen. Er tauchte damals bei Jay Leno auf und Jay Leno fragte, was hast du denn für eine Frisur? Und da sagte Robert De Niro, ja, ich drehe gerade den Evil Leader bei Rock and Bullwinkel und alle sind ausgerastet vor Freude. Und dann habe ich den Film gesehen, unter anderem mit Jason Alexander und mit René Russo. Ja. Und doch seltsam, ein sehr seltsamer Film, obwohl ich die Cartoons sehr mochte. Ja, ich mochte ja, das ist die Cartoons mochte ich auch gerne, aber ich meine, ich mochte auch früher gerne Marvel Comics, aber guck dir an, was die für eine Kacke mit Avengers Endgame gemacht haben. Naja, einfach mal einen Moment stehen lassen. Einfach mal stehen lassen. Einfach einen Moment stehen lassen. Wird spannend, wenn wir später darüber reden. Ja. Nicht wahr? Ich sag nur jetzt schon, kein Batman drin und viel zu kurz.
weiter. Sonic the Hedgehog ist... Ja, aber das Interessante ist, es gibt im Internet jetzt schon einige, haben sich einige Video... Na, Spezialeffekte, Leute, haben sich zusammengetan. Genau, haben sich zusammengetan und haben das mal berichtigt sozusagen und haben mal den Sonic so gemacht, wie er eigentlich aussehen sollte. Okay. Und dann wird tatsächlich ein Schuh draus. Also das Design von dem ist einfach... Viel zu lange Beine. Ja. Wir reden von einem blauen, elektrischen Igel. Ja, aber die Beine sind noch nicht mal zu lang. Die Proportionen stimmen einfach nicht mit dem aus der Videospielvorlage. Ich finde auch, man hätte das Motion Capturing machen sollen, wie auch bei Thanos, dass man da für Sonic the Hedgehog zum Beispiel nimmt Claire Danes und dann komplett drüber. Brauchten wir den neuen Spider-Man-Trailer oder ist das jetzt schon wieder zu viel? Ja, doch, nee, ich freue mich immer. Ich finde es schade, wenn ich dann im Kino sitze und schon die Gags kenne und schon weiß, okay, Mysterio ist jetzt doch wahrscheinlich ist mehr ein Team-Up als ein Bösewicht, als ein Gegner. Ach so. Und, er ist dann als Team-Up verkauft und wird dann ein Bösewicht. Kann auch sein. Kann doch sein. Die sind ja clever bei Marvel, nicht wahr? Ne, wahr? Wollen wir mal gucken. Andy, kann ich hier rauchen oder gibt das Ärger? Oh. Was? Ja, aber natürlich riecht man, das riecht wie Arsch, aber hast du hier eine Brandanlage? Nee. Okay, also kein Problem. Also du hast keinen Feuermelder. Dann ist das kein Problem, weil ich trete nachher selber auf. Jetzt sag, riecht, ich rauche nur eine Zigarette. Ich baue mir einen. Okay, ich baue mir einen, nehmen wir mal jetzt nicht aus dem Kontext. Du baust dir einen Aschenbecher. Hallo, liebe Kinder. Hier wieder bei zugeschaut und mitgebaut. Heute der Thorsten. Der Thorsten baut sich einen Aschenbecher. Oh, ist schon fertig. Es ist eine Untertasse. Nee, ich mach keine Untertasse. Machst du nicht? Was machst du denn? Ja, wie baust du dir das denn? Wie baust du dir jetzt einen Aschenbecher? Jetzt bin ich neugierig. Das ist einfach, ich mach das wie Darth Vader, das heißt. Ich hol mir den einfach. Ah. Oh. Funktioniert. Was passiert jetzt? Merkst du diese... Was ist das? Als ob jemand... Oh! Unglaublich. Thorsten, ja meine Hammer. Güte, nee. Erst Moses wirklich. Und jetzt das, ehrlich. Ein verdammter Magier. So, und Sonic ist halt das Ding, danke, Andy, das spricht mich aber auch nicht an. Spider-Man ist schon eine Sache, wo ich sage, da habe ich schon wieder Bock drauf. Hast du gesehen, dass Peter Parker sagt, es gibt ein Multiversum? Es geht ja darum, dass Nick Fury sagt, Bitch, you've been to space. Das ist für mich eigentlich der Grund, diesen Trailer zu gucken. Ja. Samuel L. Jackson, wenn er zu Peter Parker sagt, Bitch. Ich lasse das mal auf mich zukommen. Und dann sagt Peter Parker, ja, nur ganz kurz, es gibt ein Multiversum, was natürlich ein Hinweis ist auf Into the Spider-Verse. Den du jetzt erst gesehen hast. Den ich jetzt erst gesehen habe und ich mir den Arsch gebissen habe, dass ich den nicht im Kino gesehen habe. Ich habe den im Flieger gesehen, meinen Sohn angeguckt. Ja. Ich war ziemlich müde und der sagt, der wäre toll gewesen. Großartiger Film. Super, also super Film. Ich würde sogar so weit gehen, dass es kein Film ist, sondern eigentlich ist es ein Kunstwerk. Eigentlich kannst du jedes Bild... Aber es wird schon noch projiziert, wenn man es Kino wird projiziert, ja, es bewegt, das, ja, es bewegt sich auch. Ja, aber was ich sagen will, dass wirklich die Optik so fantastisch ist. Sowas habe ich noch nie gesehen im Kino, oder? Ja, also so in der... Wirklich in der, toll. Ja. Muss ich wirklich sagen. Ganz toller Film. Ganz toll. Es sind einige Filme im Kino gelaufen, für die man überhaupt gar nicht die Chance hatte, sie zu sehen im Kino, weil sie sofort wieder... Ich habe Hard Powder mit Liam Neeson verpasst. Oh. Enges Zeitfenster hätte ich wirklich gerne gesehen. Der ist genau mein Ding. So Hard Powder lief so kurz. Weißt du, welchen Film wir auch nicht gesehen haben? Welchen? Hellboy, ja. Oder hast du Hellboy mitgekriegt? Ich habe kurz eine Kritik gelesen und dann verließ mich die Lust. Ja, das war, glaube ich, auch ein bisschen das Problem. Ja. Ich habe Avengers sogar zweimal gesehen. Ich habe ihn dreimal gesehen. Und wie oft hast du ihn gesehen? Zweimal. Gut, okay, reden wir aber nachher drüber. Auch ein Film, der nur ganz kurz im Kino war Wenn du König wärst, The Boy Would Be King, vom Regisseur von Attack the Block. Der lief auch nur ganz kurz. Und das war so schade, weil ich hatte gerade so eine König Arthur Kiste Macke. Ja, ich habe tatsächlich zum ersten Mal, ich habe ihn mir schon vor vielen Jahren auf DVD gekauft, Excalibur. Ich habe mich damals nicht getraut, den im Kino John zu sehen. John Borman. Mit Liam Neeson. Auch mit Liam Neeson. Seine ersten Rolle, glaube ich. Und mit Patrick Stewart und mit Helen Mirren. Aber hallo Ballett. Also, echt? Die würde ich gerne mal sehen. Ja. Wie alt war sie da?
12. Nee, sie war Mitte 20 oder so, Anfang 30. Also, Helen Mirren sieht immer noch fantastisch aus. Ist das schon mehr sexistisch, wenn man das sagt? Aber sie sieht immer noch fantastisch aus. Nee, solange ich jetzt nicht sage, dass du ein Sittenstrolch bist, ist alles gut. Nein, das höre ich nein. Nee, und den wollte ich damals im Kino sehen, weil ich den Trailer damals so toll fand. Der 81, wann der lief. So, oh, da Blut und Nicht nur Blut, wie es hier. Sex vor allen Dingen war das entgegen, also abgenutzte Rüstung, um Authentizität zu erzielen. Authentizität, das wurde in allen Filmen gemacht. Star Wars wurden die Rüstung gealtert. Da ritten die in schillernden, voll verchromten, reflektierenden Rüstungen durch die Gegend. Das war der Hammer. Das war richtig gut. Ja, das ist, also ich habe ihn gesehen. Vor allen Dingen sahen die Rüstungen auch alle so aus, als würden sie 100 Kilo wiegen. Die Leute konnten sich kaum bewegen in den Dingern. Das war super. Die, ist der Soundtrack nicht von Vangelis? Oder, Nein, das war Legend. Vangelis war doch Legend von Ridley Scott mit Tom Cruise. Das war Vangelis? Ich glaube, dass das Vangelis war. Das war einer der grausamsten Soundtracks, die ich hier gehört habe. Vangelis war ja auch Ridley Scott, Blade Runner. Ja. Genau. Das war auch ein bisschen. Also Schlag auf jeden Fall ist Excalibur erschreckend schlecht gealtert, weil er wirklich nicht nur diese Theatralik in den Kostümen hat, er hat auch die Theatralik in der Sprache. Alle sprechen so die ganze Zeit. Es ist toll synchronisiert. Mich spricht das an. Du hast Wolfgang Pampel, du hast Frank Laubrecht, du hast alle möglichen tollen Sprecher, die du hörst, aber es geht ja wirklich nach einer halben Stunde sowas von auf die Fackel, dieses Gespräche. Und dann habe ich mir nämlich als Vorbereitung für Aladdin auch endlich mal den King Arthur Aladdin von Guy Ritchie angeguckt. Okay. Ja. Puh. Der ist, ich sag mal so, der ist auf DVD, also weißt schon, nicht lineares Fernsehen, Streaming, finde ich den ein bisschen besser. Ich bin dann immer milder, wenn ich den so ganz entspannt gucken kann mit einer Kippe. Als damals im Kino Erwartungshaltung aufgeladen, ich dachte mir, fuck. Ich finde, da sieht man, dass Guy Ritchie mit inkohärentes so, Kostümbild mit, auch. Ja, aber mit so Special Effekten, mit so noch nicht ganz so richtig umgehen. Naja, kann. Ein bisschen ungelenk unterwegs, ne? Ja. Das war. Was tracht denn da alles nach hinten? Nach den, also ja, hat er dir nicht gefallen? Nee, hat mir überhaupt nicht gefallen. Okay. Ich finde auch, dass Charlie Hunnam, ich mag den zwar sehr in. Charlie Hunnam. Sehr in Sons of Anarchy, aber und ich finde. Pacific Rim. Pacific Rim, genau. Ja, und dem anderen Guillermo del Toro-Film, diese Poe-Geschichte da, dieses The House mit Loki. Das spielt er auch mit? Das spielt er auch mit. Ja. Ach, was? Ich finde ihn immer so ein bisschen, er sieht auch immer gleich aus. Ja, das stimmt. Mit diesem Bart und so. Naja, ich meine, das tun die meisten Schauspieler immer. Ja, gerne, viel. Oder? Viel. Man weiß es nicht. Ja, naja. Jetzt weiter. Und dann hast du, also hat dir nicht gefallen. Ja, willst du jetzt gefallen. Direkt auf bitte? Aladdin zu sprechen kommen? Oder? Dann können wir jetzt über Aladdin sprechen, wenn wir schon gerade bei Guy Ritchie sind. Ich habe gerade heute Aladdin gesehen, die Realverfilmung von Guy Ritchie. Und Prinz Ali, wer singt das? Das singt natürlich Will Smith. Ich habe ihn im Original gesehen. Oh, cool. Also Will Smith macht eine sehr gute Figur als Genie. Da muss ich wirklich sagen, da waren natürlich die großen Bedenken, dass die Schuhe von Robin Williams zu groß sind für ihn. Ja. Aber er nimmt wirklich die Figur und macht sein eigenes Ding raus. Das kann man ihm wirklich, er wirklich gut. Es gibt Momente, die 1:1 sind zum Zeichentrickfilm. Also auch diese legendäre Szene, wo Aladdin die Lampe nimmt. Mhm. Ne? Wo vorhin jemand sagte so, das war doch genau wie bei Indiana Jones. Und ich so, ja, das war bei 25 Jahren aber auch schon Indiana Jones. Ja, ja. Von der Optik her ist das Ganze sehr Bollywoodesk. Das hat man ja bei den Trailern schon gesehen. Also sehr bunt und sehr viel. Sehr bunt und sehr viel. Getanzt und gesehen. Sehr viel getanzt. Es gibt ein neues Lied, was die Naomi Scott singt, die Jasmin spielt. Die Special-Effekte sind alle völlig in Ordnung. Also wenn der Genie sich verwandelt, er ist ja nicht immer nur blau, er ist dann auch zwischendurch er selber und macht so Sachen und Jafar war mir nicht böse genug. Das Thema hatten wir schon. Hatten wir schon zu mal, jung, zu jung, ja. Zu schmierlappig. Genau. Mhm. Der Teppich ist gut. Das war ja die Angst, die wir alle hatten. Ne? Hauptsache der Teppich. Ja, ich habe total Angst vor dem Teppich gehabt. Ich habe gedacht, wenn der mit dem Teppich steht und fällt der Film. Das finde ich ehrlich gesagt nicht, aber werden sie schon ordentlich gemacht. Ja, sie haben es alles ordentlich gemacht. Wenn sie von Will Smith den Unterleib entfernen können, müssen sie auch einen Teppich hinkriegen. Ja, Teppich immer auf jeden Fall hin. Aber es ist nichts anderes als eine Mischung aus Prince of Persia, Dieb von Bagdad, den ich damals sehr mochte im Kino mit KB Bedi, den ich glaube ich mehrmals gesehen habe sogar. KB Bedi. Sandokan. Aber fast. Sandokan war auch super. Ich habe nie wieder so einen Macho Sandokan. Gesehen. Sandokan. Nee, so fing das an. Sandokan. Gibt es auf DVD? Ja, aber wieder gucken. Ich habe das Gefühl, das ist durch. Gut gealtert. Also für mich ist KB Bedi. Naomi Scott ist toll, weil sie wirklich jetzt auch mehr zu tun hat, als sie
heiße Jasmin im Original. Es geht da sehr um, noch mehr um Emanzipation und so. Ja, natürlich. Der Tiger ist toll gemacht und aber ansonsten kommt man dann raus und denkt, ja, schön aber gemacht, schön. Aber warum? Ja, wie warum? Warum denn nicht? Warum denn nicht? Warum werden nicht mal neue Disney, Geschichten erzählt? Ja, aber Disney versucht. Es ist Disney, ja. Ja, das versucht ist ja das sich in warum neue Sphären. Dann verfilmst du einen Klassiker neu. Das ist eine Werksschau auch irgendwo. Ja, das heißt, aber, das sind Filme für ein neues Publikum. Ich finde, natürlich du, ist es unnötig. Ja, du hast aber in einer Kinozeit, die geprägt ist von Prequels, Sequels, Literaturverfilmungen und Comicverfilmungen, war das jetzt auch nicht anders zu erwarten. Ja. Aber wenn sie es schaffen, in 10 Jahren 3 verschiedene Spider-Man dir vorzuführen, dann muss dir klar sein, dass nichts unmöglich ist. Aber wenn du dann, dann zum Beispiel so einen Film hast wie Mortal Engines. Mortal Kombat mit Christoph Lambert. Gab's auch. Das kann ich leider nicht. Ja, Mortal Kombat. Ist doch Mortal Engines. Oder? Ja, dann Mortal ist Engines. Das, dann, ist ja. Das, ja, genau. Dann fällt das in die Jugendbuchverfilmung. Ganz dann, einfach. Dann der Film, der war auch ruckzuck weg, hatte auch noch die schlechten Vorabkritiken und so. Ne? Aber wo ich so gedacht habe, naja, aber das ist jetzt mal wirklich was wir so noch nicht gesehen haben. Ja. Gib dem Film noch mal eine Chance. Aber nein, man verlässt sich dann immer auf die alten Muster. Hast du ihn denn gesehen? Nee. Ja, dann gib ihm doch eine Chance. Mit. Ja, mach er ich doch auch. Heraus, guck mir, ich guck heraus. Mir den auch an. Ich will ich glaub, den wirklich gucken. Gary, du musst ein bisschen, Engines, musst ein bisschen mehr ins Bild, Gary. Tut mir leid. So. Also, dass du hier so. Ja, du bist immer. Naja, also, aber naja. Sag mal so, die Politik, die Disney fährt, und da müssen wir natürlich auch gleich bei Avengers nochmal drüber reden, ist natürlich die Sachen zu produzieren, wo man sagt, okay, das ist jetzt von irgendwelchen Instituten ausgerechnet worden, so und so viele Leute gehen da rein und so weiter. Apropos Mortal Engines, der produziert worden ist von Peter Jackson. Gary, was hast du denn da für einen Film vor dir liegen? Ja. Sag doch mal. Ja. Das ist ein Podcast, du musst schon sagen. Ja, ja, genau. They Shall Not Grow Old. Ich wollte eigentlich gerade mal gucken, der wird tatsächlich jetzt, das ist eine Dokumentation von Peter Jackson, und zwar indem er Peter Jackson, also nicht Peter Jackson persönlich, sondern sein Team, alte Aufnahmen aus dem Ersten Weltkrieg nicht nur, also entschleunigt hat, ihr wisst ja, die alten Filme, die waren ja alle die Leute haben sich damals einfach schneller bewegt, so war das. Ja, so war das. Die Leute, das ist, glaube ich, ganz 24 Bilder pro Sekunde, so ein bisschen zügiger. Ganz genau. Ja. Und dann wurde er noch koloriert und dann noch von Lippenlesern praktisch synchronisiert. Die haben, man konnte dann halt einfach sehen, was die Leute. Es ist ein Herzensprojekt, es ist ein tolle es geht Idee. Wirklich über den Ersten Weltkrieg und es sind authentische Aufnahmen. Und wenn so man den Film geguckt geht, hat, wenn man sie langsamer macht, Farbe wenn, drüber legt und neu synchronisiert. Aber es sind authentische Aufnahmen aus dem Ersten Weltkrieg. Es kommt, sagen wir mal so, es hat mehr Impact. Also es geht hier schon recht nah. Diese Straßen da mit den ganzen toten Pferden und mit den Leichen und diese Masse an Ratten, die da unterwegs. Ja, Ratten, ich weiß. Es ja. Ist, aber in ja, dem so Zusammenhang. Was meinst du? Das muss ich schon sagen. Also wer sich den Film anguckt und denkt, Mensch, wir alle mal aus der EWG raus, aus der Europäischen Union raus und Europa ist Kacke. Und wenn sich dann diesen Film anguckt, da sollte man vielleicht doch denken, das gleiche keine trifft mit der EU, das gleiche trifft natürlich auf Mortal Engines zu. Wenn man da ja, nicht ein bisschen Auge drauf hat, dann ist Castro Brauxel plötzlich auf Ketten unterwegs. Das kann auch keiner wollen. Ja, das ist eigentlich auch eine gute Allegorie auf die EU, natürlich Mortal Engines. Das ist Brexit der Film. Nein, aber wirklich, dass das, weil ich meine, das war ja der Grund, warum dieser Club gegründet wurde, ne? Weil die sich halt ständig bekriegt haben. Kann ich den haben? Das musst du jetzt sagen. Du kriegst ihn wahrscheinlich nicht wieder oder sehr viel später. Ja. Ich meine, wenn, musst du ihn opfern. Du musst wirklich sagen, lass ihn los. Ist der denn in Deutschland dann noch nicht, weil raus, ich habe nur noch nicht ganz geguckt. Gary, nein, der läuft jetzt, warte mal, ich könnte mal, wir können eine kurze Pause machen. Also es ist ein Import und was, Gary, ich will ja jetzt nicht spoilern, was den Ersten Weltkrieg angeht, Gary, du musst ihn nicht ganz gucken. Nein, aber ich habe ihn tatsächlich nicht ganz geguckt. Wieso, am Ende schmeißen die den Ring in den Berg, oder nicht? Ja, das ist ganz richtig. Nein, das ist ein anderer Film. In dem Film ist Bruce Willis die ganze Zeit schon tot. Du hast gerade Impact gesagt, was meinst du denn mit Impact? Naja, dass das halt jetzt mit Ton ist und nein, aber was meinst du, wie übersetzt du Impact? Ist das ja Impact, also eine Wucht. Es hat eine Wucht. Es ist unmittelbarer. Verstehst du? So dadurch, dass es schwarz-weiß ist und die Leute sich unnatürlich bewegen, unnatürlich schnell bewegen und dann noch ohne Ton, ist das ja so merkwürdig und da hat man so eine Distanz und die fällt hier bei diesem Film und das macht diesen Film so herausragend. Und ich gucke gerade mal, ob er rauskommt oder nicht. Er kommt raus, ich will aber nur nichts Falsches sagen. Warte wie, mal. Er kommt raus? Sie haben doch schon ein DVD-Cover gemacht. Was nein, los das ist die britische Version. Achso, okay. Aber man kann ihn sehen.
Das ist das Wichtigste. Hast du in New York eigentlich das gesehen, von dem du gesagt hast, dass du es sehen willst? Vielleicht Beetlejuice, ein Musical? Nee. Ach, schade. Nee. Hast du irgendwas gesehen im Theater oder im Kino in New York? Nee, ich habe versucht, mich bei Avengers anzustellen natürlich. Ja. Das ist in New York allerdings, die leben das ganze Ding noch. Ja, das war wie bei der Weiße Hai. Die Leute standen um die Blöcke rum. Ja. Ja. Man hat mir und meinem Sohn generös angeboten, wir könnten den morgens um 4 sehen, den Film, wenn wir wollten. Da wäre noch ein Slot frei. Da habe ich gesagt, weiß ich nicht. Ob ich das so, nee, ich glaube nicht. Und dann habe ich das in Deutschland nachgeholt. Und ich hätte sonst den amerikanisch gesehen. Das hätte mir dann auch nichts ausgemacht. Okay. Und habe ihn da aber nicht gesehen. Es war zu voll einfach. Ja. Ja, darf ich nochmal ganz kurz reingrätschen? Also They Shall Not Grow Old läuft tatsächlich für einen Tag am 27.06. in den Kinos. Ja, das ist ja, das war kommt ja, dann raus. Das war von der BBC und diesem Kriegsmuseum in London. Das war eigentlich gar nicht dafür gedacht, dass es im Kino lief. Okay. Aber das hatte dann, das lief in England, weil es geht ja auch eigentlich nur um englische Soldaten. Ja, also naja, ich meine, gut, die Deutschen, die sterben dann nur. Aber das ist etwas, was in den Schulunterricht gehört. Wir sollten eigentlich ganz genau. Also der Film ist erhältlich per Import. Und vor allen Dingen, ganz, ganz wichtig, im Kino ist er, ich weiß jetzt nicht, ob in Deutschland, aber im Kino war der in 3D, was dem Ganzen natürlich noch eine das ist mehr Tiefe gibt, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber den gibt es nicht in 3D auf Blu-ray. Nee, leider, ich weiß es nicht, leider nicht. Das war ein Geschenk von Oliver Oehren, hat mich sehr, sehr gefreut. Wir warten drauf ab, worauf wir auch warten müssen. Wir warten, habe ich das gesagt? Ja, ist gut, gefällt mir, wir warten drauf ab. Worauf wir auch warten müssen, ist Brightburn, der ist nämlich verschoben worden auf Juni. Was war Brightburn? Brightburn ist die Superman-Geschichte, die von James Gunn. Ja, hör mal, der Trailer sieht ja super aus. Ja, finde ich auch. Ja? Ich habe das Gefühl, dass der Trailer mir zwar die gesamte Geschichte erzählt, aber er sieht super aus. Also Superman, also nur quasi umgedreht. Superman ist nicht gut, sondern böse. Ja, sie ist super Arschloch, oder? Super Arschloch, genau. Ja. Sieht total gut. Wollen wir über Avengers reden? Nee, warte, Moment. Bevor wir über Avengers reden, machen wir Folgendes. Wir werden jetzt spoilern. Es gab ja diesen Brief von den Russo-Brüdern, die gesagt haben, bitte, bitte nicht spoilern. So, das Spoiler-Embargo. In jedem Comicladen in New York hing ein Zettel, nein, wir wollen nicht, bitte spoilert kein Avengers, wir wollen uns selber überraschen lassen. Überall klebt er das dran. Ja, echt? Genau. Wahnsinn. Bevor wir das machen, wir machen es so, wir werden jetzt unsere Mystery Box auflösen und die nächste Mystery Box anleiern. Und danach werden wir über Avengers Endgame reden. Wir sind schon sehr gespannt, aber wir werden spoilern. Das heißt, wenn ihr den Film bis jetzt noch nicht gesehen habt, bitte ausmachen. Wir sagen dann auch ab jetzt Spoiler Alert und ab dann könnt ihr euch den Podcast wieder angucken, wenn ihr ihn gesehen habt. Also sonst wäre es schade. Aber wir haben beim letzten Mal gefragt, wie ist die Verbindung von zwischen Daisy Ridley und Harry Rowohlt. Ja, so. Harry Rowohlt. Jetzt habe ich mir selber ein Ei gelegt mit dieser Frage, denn es gab einen sehr, sehr, sehr kurzen Weg von Daisy Ridley zu Harry Rowohlt, und zwar den Weg über Ewan McGregor. Jemand schrieb, Daisy Ridley und Ewan McGregor hätten zusammen in Episode 7 Star Wars The Force Awakens mitgespielt. Dann habe ich gedacht, stimmt ja gar nicht, der hat da gar nicht mitgespielt. Doch, er hat ein Wort gesprochen in dieser Vision, die Rey hat. Ja? Okay. Deswegen lassen wir das gelten. Ja? Okay. Weil Ewan McGregor spielt in der Winnie the Pooh, Christopher Robin Verfilmung mit, und Christopher Robin, Winnie the Pooh ist natürlich kongenial übersetzt worden von Harry Rowohlt. Ein kurzer Weg trotzdem. Ein kurzer Weg, aber ein Weg. Und bei diesem Spiel ist es ja so, der Weg ist das Ziel. Mein Weg war folgender. Daisy Ridley spielt in Episode 7, das Erwachen der Macht, Star Wars, mit Gwendolyn Christie. Gwendolyn Christie spielt Captain Phasma in dieser glänzenden Excalibur-Rüstung. Ja. Sie spielt aber auch mit in Game of Thrones als Brienne von Tarth. So. In Game of Thrones spielt auch noch mit Ian Glen, das ist Sir Jonah, von der Berater von Daenerys. Ja, ein irischer Schauspieler, der spielt in der Verfilmung der Romane von Ken Brune den Jack Taylor. Und er wird der Batman. Also er wird Batman. Er wird Batman? Der Berater wird Batman. Ja, aber nur für die Titans. Ach, für die Titans. Oh, gute Wahl. Oh. Gute Stimme. Naja, auf jeden Fall spielt Ian Glen Jack Taylor in den Verfilmungen von Glen Brune. Und die Romane, die Jack Taylor-Romane, sind übersetzt worden, weil es in Galway spielt, in Irland spielt. Und wir wissen, Harry Rowohlt war sehr Irland-affin, hat auch Flann O'Brien übersetzt. Diese Romane sind übersetzt worden
absolut großartig übersetzt waren. Von Harry Rowold, dem Titanen, an dem wir alle nicht heranreichen werden. Nein, nein, niemals. Nein. Also auch ein Tipp von mir nochmal, die Jack Taylor-Romane sind toll. Und In Schwimmen zwei Vögel, hast du das jemals gelesen? Was habe ich gelesen? In Schwimmen zwei Vögel von Flann O'Brien, übersetzt von Harry Rowold. Absolut großartig, der dritte Polizist. Lass uns kurz, wo wir gerade von Batman sprachen. Ich habe mir natürlich angesehen. Können wir das gleich machen, nachdem wir die gezogen haben? Weil wir sind gerade mittendrin. Hold your thought. So, du darfst auch den oder diejenige ziehen, die unsere Mystery Box gewinnt. Und es ist, Drumroll, bitte. Michael Krönert. Michael, herzlichen Glückwunsch. Du bekommst unsere auch von mir Mystery Box. Alle anderen, danke fürs Mitmachen. Ihr könnt trotzdem noch eine Mystery Box gewinnen, wenn ihr Patreon-Supporter werdet. Ja, da verlosen wir jedes Mal noch eine weitere Mystery Box. Die nächste Mystery Box, die rausgeht, bevor wir über Batman reden, geht an die oder denjenigen, der folgende Verbindung rauskriegt. Wir spielen immer dieses Spiel Six Degrees of Kevin Bacon. Ja, so, was ist die Verbindung von bis dahin? Ne? Wisst ihr nicht? Googelt das einfach mal. Ja. Was ist die Verbindung von, Achtung, von Audrey Hepburn und Thorsten Sträter? Bam, bam, bam. Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Da bist du auch sehr gespannt. Wart ihr nicht zusammen im Kindergarten? Du und die Audrey. Witzig. Audrey Hepburn ist übrigens nicht verwandt mit Catherine Hepburn. Ne? Das ist auch ein common error. Und also wie gesagt, wer sind die Verbindungsmenschen zwischen Thorsten Sträter und Audrey Hepburn? Der Einsendeschluss ist der 12. Juni 2019. Antworten bitte nur an post@streterbender-streberg.de, nicht über Facebook, nicht über Twitter und nicht per reitendem Boten an uns. So, genau. Batman, Ian Glenn. Batman, ich habe mir also wirklich jetzt, es gab die Möglichkeit, sich die letzte Folge anzusehen von Gotham. Von Gotham. Wo mir klar war von vornherein, irgendwann müssen sie Batman aus dem Hut ziehen. Mhm. Das haben sie, machen sie in der Folge, indem sie ganz geschickt 10 Jahre vorspringen mitten in der Folge. Mhm. Das sind heißt, wir jetzt schon, Moment, sind wir jetzt schon auf Spoiler-Ebene? Nee, weil du redest kannst über du dir auf YouTube auch angucken. Alles ist. Naja, es gut, geht nicht aber um die Handlung. Es geht darum, dass zum Schluss Batman erscheint. Okay. Ja. Spielt 10 Jahre gut, später, das ganze Internet ist davon. Es war ja klar. Es war ja auch klar, dass du das erfüllen musst. Ja, ja, klar. Dass nach 8 Staffeln mal Batman auftaucht. 8 Staffeln? Nein, 5. 5? 5 sind es. Immerhin. Sind's nur 5? Dann waren es nur 5. Ich glaube, meine Güte, nee. Nee. Echt? Echt? Na, jedenfalls nach vielen Staffeln Batman auftaucht. Ich hätte gedacht, und dann taucht Batman auf. Und ist so ein Dreckskostüm. Echt? Ich habe so eine Scheiße noch nicht gesehen. Echt? Die zoomen alle so schlecht fotografiert, haben sie ihn. Er sieht wirklich aus, als käme er gerade aus Hückeswagen vom Karneval. Wie, was ist das für ein Kostüm? Das checkt doch keiner. Hm. Warum sagen die nicht? Ich weiß, dass sowas teuer ist. Aber wieso machen die keine vernünftige, dramatische, nicht Greenscreen oder besser gemachte Kamerafahrt auf ihn? Man sieht kein Cape, die Maske sieht aus wie ein Gummiband festgemacht. Ein vollkommen sinnloser Brustpanzer. Ich habe mich so geärgert, ich wollte es nur mal sagen. Hast du denn Gotham komplett verfolgt? Ich habe Gotham oder in weiten Teilen verfolgt. Genau, ja. Und Gotham besteht ja daraus, dass sie irrsinnigste Twists machen, wer jetzt hier der Joker wird, wer der Pinguin, wer weißt du? Ja. Gut, der Pinguin ist ziemlich schnell klar, aber... Ja, Pinguin ist in der ersten Staffel. Das ist der Pinguin. Guck's dir an. Ja, doch, ich hab's gesehen. Ich hab 3 Staffeln gesehen. Der Pinguin ist in der ersten Staffel mit Fish Mooney zusammen der Bösewicht. Da ist er schon der Pinguin. Und der Riddler. Wir haben der Riddler und, ich hab davon noch und nicht Pinguin eine sind von Folge Anfang gesehen. An gesetzt. Ja? Reden sind wir der Riddler und Pinguin von Anfang an gesetzt? Natürlich, natürlich. Pinguin ist der hat auch, glaube ich, einen Preis auch dafür gekriegt, dass er den Gundler schläft gleich. Dingschön. Das interessiert doch keinen, ob deine Frau einpennt. Das Handy mal raus. Wir leben in einer Post-Lost-Ära. Ja, in einer Ära, wo wir gewahr sind, wenn Fernsehserien zu Ende gehen oder Serien zu Ende gehen, dass die Erwartung an den Schluss, an das Finale doch sehr hoch ist und man sehr enttäuscht ist, wenn in dem Fall von Gotham zum Beispiel der Batman kacke aussieht. Ich sage Lost, ich sage natürlich auch Game of Thrones, über das wir woanders reden. Und wir reden ab jetzt, und ab jetzt ist Spoiler-Territory, wir reden über Marvel Avengers Endgame. Okay. Ihr Lieben,
Hasen. Spoiler-Time. Spoiler-Time. Spoiler-Alert. Spoiler-Time. Spoiler-Time. Ich habe Avengers Endgame gesehen um 0.01 Uhr, also quasi zur Mitternachtspremiere mit deinem Sohn Henry zusammen. Ja. Und es war ein Fest. Also es waren wirklich die Leute, die da waren, die haben sich alle drauf gefreut. Ja. Es wurde sehr viel geklatscht, es wurde sehr viel gejohlt, es wurde sich abgehighfived zwischendurch. Was ja untypisch ist für was deutsches Kinopublikum. Und es war wirklich ein Kinoerlebnis, wie ich es lange nicht mehr hatte. Ja. Wirklich mit fremden Leuten gemeinsam in einem Kino zu sein. Schön. Und dieses Erlebnis haben zu dürfen. Ich habe das gleiche Erlebnis gehabt, zwei Tage vorher, in einem leeren Kino in Düsseldorf mit ein paar Pressekollegen. Du hast die Pressevorführung gesehen. Und wir haben uns auch High Five und wir haben auch gejohlt. Also wir hatten das alles so. Obwohl Presseleute ja eher dann doch so ein bisschen trocken ja, waren. Aber die waren schon. Bevor wir ins Detail gehen, wie hast du den denn gesehen, Thorsten? Entschuldigung, Sitzend in 3D. Im Kino, BCI. Ja. Ja? Nachos für 90 Euro. Klar. Und voll, aber noch gute Sitzplätze. Ich hatte mich vorher resettet, so wie man sich resettet mit einem Stück Käse, bevor guter Wein kommt, mit der Falcolini. Habe ich in Wien geguckt, weil mir langweilig war. Ah ja, mit Elias Mbarek, der toll spielt. Ja. Getoppt wird er in diesem Film, Klammer auf, ganz kurz, nur noch von Heiner Lauterbach, der sensationell ist, weil er es schon immer war. Wie ist das Toupet von Heiner Lauterbach? Sensationell. Ja, gut, ja. Als Toupet irgendwie erkennbar, wenn man weiß, er ist rasiert, aber es ist extrem. Okay. Es hilft der Rolle, dieses geckenhafte Haare. Toller Film. Dann bin ich in Avengers gegangen. So. Dann ging das los. Die erste halbe Stunde ist alarmierend gut. Genauso hatte ich mir das vorgestellt. Okay. Mhm. Tiefer, als ich dachte. Mhm. Mir fängt ungewöhnlich an, muss fängt man wirklich ungewöhnlich sagen. An, fängt also kocht auch nochmal alte Wunden hoch. Ja. Zeigt, was in 5 Jahren mit Leuten passieren kann, was ich sehr schön fand. Stellenweise fand ich es auch hinreißend albern. Aber es ist... Das 5 Jahre später kommt dann erst. Ja, es kommt dann erst, okay. Dann erst. Aber es macht die Wunde nochmal ein bisschen auf. Lässt streut es noch Salz nachbluten, rein. Streut ja. Salz rein und du denkst dir... Schön, gut gemacht, guter Griff, ich bin jetzt wieder drin, ich bin voll dabei. Mhm. Mhm. Die emotionale Investition ist auf jeden Fall da. Die ist da. Du hast dich schon leer investiert nach 20 Minuten in dem Film. Okay. Und dann heißt es 5 Jahre später, Avengers hat eine, natürlich ist das alles großer Humbug. Ich habe in der Zeit, glaube ich, eine tolle Kritik gelesen, die sich ein bisschen niedermacht und auch nicht Unrecht hat. Ja, großartig formuliert. Naja, dass es alles operettenhafter Kokolores ist. Und aber war es das nicht immer? War das Marvel-Universum das ja, nicht klar. immer? Ja klar, das ist natürlich aus der Sicht eines Zeitrezensenten ist das verständlich. Es war trotzdem amüsant zu lesen. Und ich verstehe das, dass man sich dem nähert mit so einem leichten Aber ich habe trotzdem großen Spaß gehabt. Das waren die kürzesten 3 Stunden meines Lebens. Ja. Das muss ich auch dazu sagen. Ja, das hast du auch gesagt. Ja, absolut. Ne? Das waren die kürzesten 3 Stunden. Wir haben nach einer Stunde Pause gemacht. Um mir dramaturgisch nach einer Stunde Pause und ich so, fuck, schnell eine rauchen, um dann 2 Stunden nochmal nachzulegen, was dramaturgisch besser war, als ihn irgendwo mittig zu zerteilen. Mhm. Das war super. Es ist natürlich, was mit den Leuten passiert ist. Das mit Hulk ist albern. Das ist auch klar. Wir reden mal von der Mitte. Also ich finde, man kann Avengers Endgame gut in 3 Teile, es sind ja 3 Stunden, in 3 Teile aufteilen. Wir spoilern jetzt. Wir haben ja gesagt, wir spoilern jetzt. Ja, genau. Also der erste Teil, da geht es um Verlust, da geht es um Verarbeitung. Das ist eigentlich so wie bei The Leftovers. Wir haben oft drüber gesprochen, dass es diesen Vergleich gibt mit Leftovers. Leute verschwinden, was passiert eigentlich danach? Das Interessante ist ja nicht nur, dass die Leute verschwinden, sondern was sind die Konsequenzen? Wie reagieren die und Leute das war drauf? Toll. Sie haben es nicht comichaft weggewunken. Genau. Ja. Sie haben nicht gesagt, jetzt sind die alle tot. Und es passieren nochmal hoch. Und es passieren Sachen, mit denen man nicht gerechnet hat. Ja, zum Beispiel, dass das Thor dann wirklich Thanos, ne? Tötet. Das nach 10 Minuten habe ich gedacht, Minuten. Wow. Okay. Ja. Wo wollt ihr damit jetzt hin? So. Und ich dachte mir schon so, scheiße, ich habe nur die halbe Schale Nachos voll. Und jetzt soll ich das mit nach Hause nehmen? Dann gibt es den Mittelteil, ja, der eigentlich, wo man merkt, wo die Russo-Brüder herkommen, nämlich von Community und was haben sie noch gemacht? Arrested Development. Ja. Also sie können Comedy. Ja, absolut. Ja, das können sie können Comedy. Comedy, sie ziehen es mir etwas zu überkonsequent durch. Ja, das, genau darüber will ich mit euch reden. Das ist ein bisschen genau zu klamaukig. Und können wir uns darauf einigen, dass der Schluss eigentlich das ist, was die Rückkehr des Königs hätte, ich will das jetzt nicht schlecht reden, war schon okay, also die Endschlacht von Rückkehr des Königs, aber die Endschlacht von
Avengers Endgame, leck mich fett, was hab ich an Spaß gehabt? Das ist natürlich, ich meine, natürlich musst du dir sagen, die seit 15 Jahren schrauben die an diesem Universum rum. Unglaublich, ja. Die schaffen das wirklich, jeden A-Schauspieler kommentarlos und auch ohne eine Zeile für ein Schweinegeld aus dem Hut zu zaubern. Natalie Portman steht auf. steht auf. Michael Douglas steht rum. obwohl der Michael Douglas zwischendurch war natürlich. Naja, aber am Ende stehen sie alle rum. Ja, das war ja, ich habe so Blade vermisst. Ihr nicht auch? So. Yeah. Das wäre richtig geil gewesen. Ja, aber cool. es war ganz, ganz viel. Also es war wirklich ein Film für Fans, weil da tauchten ja auch so viele Sachen auf, die du wirklich nur kapieren kannst. Wenn du die anderen Filme gesehen hast. Die Russo haben sich genau angeguckt, wie wir auf die ganzen Mechanismen reagiert haben in den letzten 15 Jahren. Mhm. Und das haben die ganze Zeit bedient. Es waren nur 10, aber es ist okay. Ja, es kommt mir vor wie 15. In meinem Alter kommt dir vieles vor wie 15 Jahre. Ja. Da hier. Ich rauche seit 15 Jahren diese Zigarette. Es ist einfach, es war so, weißt du, was bei dem Film, ich mochte zum Beispiel Anklänge, wo man sagt, na, lange nicht gesehen. Er so, ja, ich war in San Francisco Bay unter der Brücke. Ich meine, wenig Boote, die ersten Wale kommen wieder. Mhm. So ein kleiner Anklang, dass es vielleicht nicht so schlecht ist. Ja, das ist ja dieses... Kurz, wenn man mal schnippt. Ja, das ist ja dieses Ökoterror. Ich bin absolut davon überzeugt, dass das eine gute Idee wäre. Ich meine, doof für die Leute. Ja, aber du willst es nicht sein, ne? Du willst es nicht sein. Sein, damit der Krach aufhört. Aber ja, obwohl da sprechen wir gerade was an, Thorsten, als nämlich... Peter Parker, als dann endlich mal wieder auf Tony Stark getroffen ist, als es diese Wiedervereinigung gab, sagte Peter Parker ganz kurz und wir haben uns da in diesem komischen Universum befunden und sagte Dr. Strange, jetzt sind schon 5 Jahre vergangen, wir müssen wieder zurück. Also gab es ja da offensichtlich, haben die ja weitergelebt irgendwo. Ja, sonst hätten sie ja nicht zurückkommen können. Ja, das war ja auch die große Frage. Ich denke, das wäre früher gewesen. Das war doch früher. Wollt ihr mich verarschen? War das früher ein paralleles Universum? Das habe ich nicht gecheckt. Wieso kann man gegen sich selber kämpfen? Raum-Zeit-Kontinuum, Marty McFly schlägt die Hände über Kopf zusammen. Ja gut, aber das wurde ja alles thematisiert. Genau das wurde ja alles thematisiert. Das wurde alles thematisiert. Die hochkomplexe Geschichte. Aber weißt du, was der Auslöser ist für Endgame? Hm. Eine Maus. Eine Ratte. Die verdammte Ratte. Ja. Es ist nur die Ratte, die den ganzen Film in Gang setzt. Es ist ein Nager. Da war eine Ratte, die in dem Bus, wo Paul Rudd im Ach so, so, genau. Es ist eine Ratte, das setzt die gesamte Geschichte. Und das ist großartig. Das finde ich absolut groß. Es war, was du sagst, es war ein absoluter Fandienst. Was du sagst und was der Zeitkolumnist wahrscheinlich ausschreibt, es ist Humbug, aber es ist. Nicht gesagt, es ist natürlich ein bisschen Humbug. Ich habe mich nicht eine Minute, es gab nicht eine doofe Minute, es gab nicht einen Gag, der nicht funktioniert hat, es gab einen Moment. Es gab schon Gags, die zu fertig erzählt waren. Das war, pass auf, ich verstehe, wenn Thor als fettleibiger Lebowski installiert wird. So, das heißt aber dann, man muss das nicht zu Tode erzählen. Okay. Darüber will ich nämlich auch reden, über diesen Comedy-Aspekt. Das war halt dadurch, dass ich Community kenne und Arrested Development, war es, ich mochte das, ich mochte das, wie ich Paul Feig Filme auch sehr mag, weil ich mich darauf einlasse, dass sehr viel improvisiert wird, aber die Frage, war es zu viel? War Professor Hulk zu viel? War der Thor Lebowski zu viel? Ich wusste nur, dass das ja auch irgendwie mit einer Comic-Vorlage zu tun hat. Ja, aber es hat doch nichts damit zu tun, Gary. Das hat alles mit einer Comic-Vorlage zu tun. Es gibt das, es gab auch Planet Hulk. Lass mich kurz ausreden. Aus Planet Hulk wurde dann Thor Ragnarök kongenial umgesetzt, das war das, aber ist dieser Mittelteil zu lustig? Nee. Das ist ja ein Heist-Movie. Spricht man das Heist aus? Heist. Das ist ein Heist-Movie. Heist. Es heißt Heist. Habt ihr den Heist-Track mal bewusst gehört? Ich habe beim zweiten Mal sehr auf die Musik geachtet. Ja, das war. Thorsten holt ihn mal gerade. Das ist Ant-Man. Nee, das ist Ant-Man. Ja, aber es kann auch sein, dass das Ant-Man. Die Musik war sowieso fantastisch. Ja, ich fand. Wir dürfen das nicht abspielen. Wir dürfen das nicht. Nein, Thorsten, wir dürfen das nicht abspielen. Gundula, nein, dreht Gundula. Komplett durch. Warum? Mach es nicht. Wir glauben dir das. Schön, schade, dass ihr das jetzt nicht hören konntet, aut mir leid, Filter
Ja, Uploadfilter. Ist Vielen Dank auch. Ist so, ja. Schick mir eine Rechnung, ich habe es einmal kurz angeschaut. Ich fand vor allen Dingen Ant-Man, Paul Rudd, hat diese Gratwanderung zwischen Komik, also Paul, und ich meine, der Paul, der Rudd, der und, kann ja das nicht, Paul, der ja, Rudd, pass mal auf, also erstmal die, Paul. Wie er reagiert hat natürlich dann so auf Captain America, man hat gemerkt, er ist auch ein Fan, aber diese Szene, wenn er aus dem Auto rauskommt und durch dieses verwehte San Francisco und dann vor seiner jetzt mittlerweile erwachsenen Tochter ja. steht. Da habe ich das oh erste mein Mal Gott, Tränchen ich geweint. Ja, ja, nee, ja, ich verdrücke keine Tränen mehr in meinem Alter. Ich lasse die raus. So, ah, das hat mich richtig berührt. Da und das zieht sich dann auch durch. Mein erstes Tränchen, richtiges Tränchen, verdrückte ich, als Thor seine Mutter wieder trifft. Oh, das war auch. Oh, ja, das, und das. René Russo, das haben wir jetzt herausgefunden. René Russo spricht in Endgame. Zehnmal so viel, als sie in den anderen Thor-Filmen gesprochen haben. Ach so, okay. Also, ja, ja. Und zum Schluss, also der dritte Akt, der letzte Akt, da habe ich ein bisschen geweint einfach. Ja. Und war auch überwältigt. Und wenn ich den letzten Track des Soundtracks höre, ganz ehrlich, den letzten Track, kommt mir sofort wieder Pipi in die Augen. Die Schweine, wie die das gemacht haben. Das ist neurolinguistische Programmierung. Ich gehe tot, ey. Nein, sie haben einfach... A Real Hero heißt der Track im Soundtrack. Du drehst ab. Nein, sie haben es einfach ja. auch wirklich geschafft, die verschiedenen Themen miteinander einzuweben, die verschiedenen musikalischen Themen, die ja nicht alle von einem Komponisten sind. Ja. Das muss man doch auch erstmal hinkriegen. Absolut brillant. Das ist die wie eine Symphonie. Ist das absolut ist eine, brillant. Und wie gesagt, das hat ja alles was damit zu tun, dass wir in den letzten 10 Jahren wirklich damit konditioniert wurden. Also, das ja... Wir haben uns aber konditioniert, nicht gegen unseren Willen, wir haben uns darauf eingelassen. Ja, das meine ich. Und es gab auch Filme, die nicht so toll waren, sind wir mal ehrlich. Es gab Marvel-Filme wie Iron Man 2, ja, es gab Thor 2, es gab Black Panther, den ich jetzt, den auch, nicht ich so jetzt auch nicht so prickelnd toll fand. Ja, war okay. Ja, war aber halt nur okay. Und es gab immer wieder Überraschungen, wie zum Beispiel Thor Ragnarök oder Ant-Man, ja, wo wir dann gesagt haben, so, das ist jetzt wirklich mal was Neues. Die Laune, ja. Sie haben Spaß gemacht und natürlich ist das Herz dieses Filmes Robert Downey Jr. Natürlich. Und war das abzusehen, dass er sich ich glaub, opfert? Ja. Ja. Er opfert absolut. Sich ja schon in... Und er in, ist ja nicht der Einzige, ne? Naja, ja. Es gab auch noch Black Widow. Black Widow, die auch gesagt hat, komm, ich spreche mit unserem Kollegen von Hydra, der da oben geparkt ist. Der hat ja entweder... Der ist übrigens dann, wieder nicht Hugo Weaving. Nein, das war nicht Hugo Weaving. Das war der Einzige, den sie wohl nicht gekriegt haben. Ja. Geldfrage bestimmt. Naja, und der in so einer Eigenschaft... Stimmt, als bei dem Film war es ja, bestimmt eine Geldfrage. Man musste ein bisschen gucken. Hör mal, wir müssen da noch Michelle Pfeiffer hinstellen. Wir müssen da noch Michael Douglas hinstellen. Also Hugo Weaving, wir haben noch 8 Euro. Wer macht's? Und dann haben sie ihn als grünes Gummiskelett in seiner Außendependance geparkt. Und da ist natürlich, wenn man dann da so einen Stein haben will, muss man... Das ist dann die Frage, dafür wie auch draufgehen. Jetzt mit dem besser man reißt zu zweit an, wenn man den Stein braucht. Naja, ist aufgefallen? Ganz, ja, auf jeden Fall. Da kann man sich bis zum Schluss noch kloppen. Wer jetzt? Ja, nee, ja. Nee, kommen wir beide. Nee, komm, ich jetzt. Ja. Naja, ist die Frage, wie jetzt der Black Widow-Film werden will, ob es ein Prequel werden wird oder... Ja, nee, spielt nach ihrem Tod. Spielt nach ihrem Tod, wahrscheinlich. Und, nur von Hörensagen, naja, aber dokumentarisch. Reden wir kurz über Robert Downey Jr., der Mann, der, man kann ja wirklich sagen, er hat das Ganze ins Rollen gebracht, dadurch, dass er Iron Man, ja. dass er Tony Stark, er ist Iron Man, aber er war ja auch Tony Stark. Ja. Und ohne ihn, ohne seine Darstellung, ich weiß nicht, ich habe Iron Man damals gesehen, und habe gedacht, mein Gott, das ist ein Superheld, den ich nicht auf dem Schirm hatte, und ja. das ist ein guter, ja, ganz guter, genau. guter das Film. Haben sie nicht. Wollen wir auch nochmal die Verbindung von Iron Man zum Endgame nochmal, nicht Thorsten Sträter, das ist natürlich Jeff Bridges. Ne? Mhm. Jeff Bridges spielt den Antagonisten in Iron Man und wird natürlich, dann sagt Tony Stark zu Thor, lass mich mal durch, Lebowski. Genau, ja. Das war auch super. Ne? Das war auch absolut großartig. Ich fand das übrigens cool, dass er das mit der Wampe wirklich bis zuletzt durchgezogen hat. Sie haben es bis zum Schluss durchgezogen. Ich finde es so, weil es hätte ja den Moment gegeben, wo es einmal diesen Blitz gab und dann hat er diese neue Frisur gehabt und da hätten sie ihm ja dann die Muskeln wieder geben können. Haben sie aber nicht. Machen können. Ich meine, sie haben es ja auch geschafft, ihm ein zweites Auge anzupassen, zu sagen, hier, so geht das, genau. Stellt sich das scharf für den Nachmittag noch. Und ich finde es toll, dass Chris Hemsworth sich diesen Bauch angefressen hat. Also hat er nicht. Das war ein Latex-Ding. Also ich nein. Silikon, nein. Schätze ich mal. Ich will, dass der sich den angefressen. Der ist Full Method gegangen dafür. Nein, natürlich war das natürlich ein Latex-Suit, aber ich habe zu meiner Frau gesagt, guck mal, jetzt sehe ich auch. Jetzt sieht Hulk auch so aus wie ich. Jetzt passt, jetzt kommt wieder zusammen. Aber wie fandet ihr die Szene? Also erstmal fand ich die Twists natürlich total geil, in die alten Filme reinzugehen. Ja, absolut. Das großartig. Ich also mag in den ersten sehr, sehr Avengers gerne. Mit Loki. Waren ein bisschen viele Filme, ehrlich mit Loki, gesagt. Aber ja. Captain America kämpft gegen sich selbst. I could do this all day. Großartig, die Sachen, die zitiert worden sind. Und dann zu sagen,
Mist, es hat nicht geklappt, wir müssen jetzt nochmal was anderes machen. Ja. Und dann gehen sie, und das hat mich dann so ein bisschen erinnert auch an X-Men Days of Future Past, wo das Thema ja ein ähnliches ist. Da war das, und dann trifft Tony Stark auf seinen Vater, John Slattery. Ja, das fand ich auch total auch super. Ganz toll. Das war auch so, hat mich nicht so berührt wie das mit der Mutter natürlich. Mhm. Was mich wirklich gestört hat. Ja. Also, zum einen, zum Schluss. Eine der Schlussszenen ist, unser Freund Captain America bleibt weg. Ja. 5 Minuten am Arsch. Mhm. Sondern 50 Jahre. Die Maske war fantastisch. Das war fand ich auch die beste Silikonmaske, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Und ich habe nochmal nachgeguckt, es ist kein alter Schauspieler, wo sie dann quasi ein Morphing gemacht haben. Nein, es ist fantastisch. Jung machen sie das ja manchmal. Absolut. Sie haben auch darauf geachtet, dass es ein bisschen Muskelabbau hat und so, ein bisschen opprig, da sitzt fantastisch. Veropperung war großartig. Und wir sind Veropperungsexperten. Wir reden von der digitalen Veropperung im Film. Ja, meine Damen und Herren. Digital. Ich hab ja erst gedacht, es ist der kleine Captain America, der kleine Steve Rogers, bevor er. Wir haben es ihm alles wieder weggenommen. So. Weil so ein Spaculo. Nein, aber man sah ihn ja von hinten. Nein, aber du wolltest darüber noch reden. 40 Jahre im Heim. Du wolltest darüber noch reden? Ja. Quatsch noch hin. Das ergibt keinen Sinn. Der ist da geblieben dann und alles ist an ihm vorbeigezogen. Iron Man hat er nie getroffen. Er hat sich nie als Captain America dann irgendwas teilgenommen. Ja, aber du kommst doch jetzt mit Logik. Jetzt wollte ich zum Schluss mal mit Logik kommen. Der hat ja nichts gemacht. Der war dann mit ihr, war auf Zandvoort mit seiner Else. Der hat nichts. Der gehörte nicht zu den Avengers. Der hat kein Schild geworfen. Er hat dann nichts teilgenommen, noch dann praktisch. Wenn sie ihn das erste Mal nach 50 Jahren wieder siehst. Also die Tür möchte ich jetzt nicht. Den hat auch zwischendurch keiner gesucht. Also da hat auch keiner mal gesagt, ist auch keiner mal hingefahren, gesagt, immer willst nicht doch lieber, weißt du, wegen New York, die Scheiße? Also die Logiktür. Die Brigitte hat gesagt, ich kann nicht weg heute. Was ist das? Die Logiktür wird ja schon durch Ant-Man auch ausgehoben, indem er sagt, zurück in die Zukunft. Er redet ja sogar von Bill and Ted, redet sogar von Hot Top Time Machine und so. Ja. Und da merkt man einfach, ziemlich man ist in dem Film. Also ich finde, Captain America, Steve Rogers hat genau das Ende bekommen, was er sich verdient hat über all die Jahre. Er kommt mit Peggy zusammen, mit Halle Atwell. Das war wunderschön. Ich bin auch nicht die hellste Kerze, was den ganzen Raum Zeitkontinuum angeht. Muss man auch nicht sagen. Wie das stimmt. aber ich habe auch nicht alles hundertprozentig versucht, auf Logik abzuklopfen, um es mir schön zu machen, weil ich sowieso so ein bisschen überwältigt war. Aber erstmal war der Film beim zweiten Mal gucken besser. Ja, fand ich auch. Das stimmt. Ne? Mhm. Und zum anderen, sicher ist das mit Sicherheit, der jetzt die Titanic versenkt auch, was ich auch verstehen kann. Wir reden über den erfolgreichsten Film. Ja, gut, Avatar war ja noch erfolgreicher. Es ist der erfolgreichste Film aller Zeiten. Disney hat alles richtig gemacht, die Russos haben alles richtig gemacht. Die Russos sowieso. Die Drehbuchautoren. Und die Drehbuchautoren, das darf man auch nicht vergessen. Und die Komponisten haben alles richtig gemacht, die Spezialeffekte waren State of the Art, das sah immer gut aus. Natürlich war die Schlacht zum Schluss vor bewölktem Himmel und aufgehenden Feuerkreisen. Es hat mich tatsächlich ein bisschen an Ready Player One erinnert. Wie fandet ihr denn den Moment, das war eine kleine Kontroverse, den Moment, wo die ganzen weiblichen Superheldinnen zusammen auf einmal im Bild waren? Ja, finde ich gut. Ganz ehrlich, hat mich nicht gestört. Warum ist sowas wie eine Kontrolle? Fand ich nicht jetzt irgendwie. Die sollen alle weg. Also was mich mehr gestört hat, war, dass Captain Marvel fremdkörperig vorne einen erzählt, um mal in den letzten 3 Minuten durchs Raumschiff zu fliegen. Wo war sie zwischendurch? Sie hat den anderen Superhelden ihren Raum gegeben. Ja, vor allen Dingen, sie hatte jetzt gerade erstmal, der Film läuft ja immer noch. Also, ja, und sie ist der große Schlüsseldienst aber in dem Film. Ja. Das wäre eng ausgegangen, hätte sie gleich durchs Raumschiff fliegen können. Und ich finde ihre neue Frisur auch toll, muss man auch sagen. Reden wir mal über Frisuren, Gary. Ja, reden wir über Frisuren. Ganz genau. Also ich bin dann rausgegangen und es war wirklich so, ich habe ihn, wie gesagt, um 0 Uhr 1 gesehen und alle hatten sich drauf gefreut. Es waren ganz viele Fans natürlich drin. Es wurde sich abgeklatscht, es wurde gelacht, es wurde Juhu. Es gab diese großartigen Momente, Avengers Assemble und so, diese Momente. Und das fand ich wirklich, war wirklich Kino. Im Rausgehen sagte einer, das war total unrealistisch, dass Captain America den Hammer halten konnte und alle so, weißt du. Zusammengetreten bestimmt, wie in China auch, wenn ein Typ ist zusammengetreten. Ich meine, was war an dem Film nicht unrealistisch? Ja. Erstmal das mit der Maus, das fand ich schon das sehr mit geerdet, der Maus war so unrealistisch. Warum konnte Captain America den Hammer halten? Weil die haben doch da dieses, ich weiß nicht, in Winter Soldier haben sie das, glaube ich. Nein, in Age of Ultron. Sollte es einen alternativen Anfang, sollte man drehen, wo die Maus von der Schalltafel runterfällt und nichts passiert. Dann alle Avengers haben doch mal versucht, den Hammer hochzuheben. Genau, keiner hat es geschafft, aber
Captain America hat es wenigstens wackeln und da gibt es diesen wunderbaren Moment, wo dann Thor für eine Sekunde so das Grinsen verliert aus dem Gesicht. Großartiger Moment. Aber warum kann er jetzt den Hammer halten? Weil er Dingens ist. Hier, sag mal. Würdig. Ja. Er ist koscher, genau. Weil er Dingens ist. Halal. Genau. Er ist halal und kann den Hammer jetzt halten. Ja, genau. Captain Israel und zack. Ja, ja. Er kann den jetzt halten. Und deswegen eine Sache noch, pass auf. Was ich gemacht habe ist, während ihr nicht da wart, war ich umtriebig und in Berlin und habe eine App getestet, die ich, da war ich Testimonial, auch für Schipse, will ich euch nichts vormachen. Aber ist trotzdem geil. Die App heißt Soundfee. Mitgekriegt? Oder Soundfi? Nein. Oder Soundfee? Nee. Das ist die App? Ja. Soundfee. Halt einfach mal. Diese App mal ermöglicht Mikrofon. Es mir, diese App ermöglicht es mir, Filme in jeder beliebigen Sprache zu hören. Okay. Ich habe es ausprobiert, nochmal mit Friedhof der Kuscheltiere, war in Berlin. Also, mit der App lade ich mir die deutsche Tonspur runter. Mhm. Hä? Ja. Hä? Soundfee stellt sie zur Verfügung. Okay. Mhm. Friedhof der Kuscheltiere, deutsche Tonspur. Und dann? Der Film ist versehen mit Markierung. Das kostet die Studios nicht viel Geld. 50 bis 80.000 Dollar. Der Film wird mit Audiomarkierung versehen. Mhm. Ich sitze im Kino mit meinen Bluetooth-Kopfhörern auf oder mit meinen vollen Noise-Canceling-Kopfhörern, schaue den Film in Deutsch in Raumton, während er in Englisch läuft. Neben mir der Typ guckt den in Türkisch in Raumton, während er in Englisch läuft. Ja. Ich gehe aus dem Kino raus pissen. Der Kopfhörer verliert das Signal, kommt rein, braucht eine Sekunde, um sich mit der Tonspur wieder zu synchronisieren. Genial. Ich sehe den Film weiter. Die App schaltet währenddessen Audioaufnahme und Kamera aus, damit du nicht irgendeinen Scheiß machst. Mhm. Ansonsten liefert dein Handy die bereits von dir zu Hause runtergeladene Tonspur mit. Du sitzt mit dem Kopfhörer da, guckst den Film in besserem Ton, wie ich finde, als er aus mir aus dem Kino geliefert wurde. Das ist ungleich intensiver, gerade bei Friedhof der Kuscheltiere. Und du kannst neben mir, kannst du von mir aus Gulasch fressen. Nachos essen. Ich krieg davon nichts mit. Ich bin unheimlich, ich habe das intime Abgeschirmtsein des Zuhauses, das ja gerade beim richtig vollen Kino mal so ein bisschen annervt. Mhm. Und habe den Raumton direkt auf den Ohren hier. Knatsch, knatsch, Schritte und so weiter, auch hintenrum. Das hat richtig Laune gemacht. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf oder soll, ich glaube, dass John Wick ebenfalls diese Tonspur bekommen sollen. Ich hoffe, dass sich das durchsetzt. Die amerikanischen Investoren, da war auch ein Baseballspieler bei und John Fourcroy, oder wie der heißt, der Equalizer gemacht hat, ist auch daran beteiligt. Okay. Das war schon stark, weil es kommt mir entgegen. Ich will meine Ruhe haben im Kino, so sozial bin ich nicht. Ich will den Ton in Ruhe hören, ich will, dass keiner knistert, ich will, dass keiner labert. Jetzt muss ich nur hinkriegen, dass Leute währenddessen keine WhatsApp schreiben während des Films. Und das war ungleich intensiver, als ihn in Deutsch zu sehen. Und das Ding heißt Soundfi. Soundfi. Und kostet? Nix. Nix kostet? Erstmal nix. Vielleicht kostet mal 99 Cent. Vielleicht kostet eine Tonspur auch irgendwann mal einen Euro. Diese Folge scheißt der Hund drauf. Wurde gesponsert von Soundfi. Ja, dann wurde es halt gesponsert von Soundfi, meine Fresse. Ja, aber sieh doch bitte mal den positiven Effekt. Ja, tue ich doch. Ist ja interessant. Ist ja auf jeden Fall interessant. Wenn die Tonspur, Moment, das heißt im Umkehrschluss, ich kann also, könnte mir jetzt Endgame in Deutsch ansehen und würde. Könnte mir dann einen englischen Ton aussuchen. Ja, klar. Ja, das ist natürlich tatsächlich. Das ist natürlich. Oder den japanischen. Oder den japanischen, wenn ich Bock drauf habe. Du lädst den du dir runterlädst. Das ist natürlich ziemlich genial. Das Endgame ist mit der Tonspur nicht versehen. Das läuft gerade im Test. Aber der Test hat mich schon ziemlich begeistert, muss ich sagen. Okay. Und das funktioniert halt. Wir haben alle da gesessen, für uns isoliert in diesem Kino, viel Presse und so weiter. Und ich hatte meine absolute Ruhe. Und hab da gesessen. Der war natürlich bei Friedhof der Kuscheltiere. Er hing mir jetzt zum Hals raus beim zweiten Mal. Aber das audioakustische Erlebnis war ungleich intensiver. Also Empfehlung von dir, Soundfile. Empfehlung von mir und ich hoffe, das setzt sich durch, weil das wird auch bedeuten, dass unsere türkischen Freunde jetzt mal sagen, ich will schon gerne mal einen Film im Original. Also ich würde mir auch gerne mal eine türkische Komödie ansehen, wenn die mal eine deutsche Tonspur liefern. Das muss ja nicht so isoliert sein. Und die türkischen Jungs, die sagen, ich möchte gerne wieder meine Heimatsprache hören, mögen doch John Wick bitte in Türkisch sehen. Wir reden aber wirklich von der Tonspur und nicht von der Audiodeskription. Nein, wir reden von einer Tonspur. Okay. Ich weiß nicht, ob die Türkei nur einen Mann hat, der da drüber synchronisiert, aber ich glaube es eher nicht. Das ist in Polen so, ne? Das gibt's in Polen so. Und in Teilen Russlands ist das so. Thailand. Und
Aber auch das ist so. So habe ich damals Red Heat habe ich damals gesehen von einem Typen komplett rübergesprungen. Muss man, wenn da, die sprechen wollen, also, ja, aber das bedeutet, muss man auch, da nicht total breit für sein, um das zu genießen? Ja, das macht Spaß. Ja. Bedeutet, dass 8 Nationen in einen und denselben Film gehen können, in einem und demselben Saal. Das ist auch gut für die Kinos. Ja. Du musst nicht mehr 10 Originalspuren zur Verfügung stellen irgendwann, sondern wir sitzen alle da zusammen, geeint und gucken einen Film und lachen an den gleichen Stellen, hören in den verschiedenen Sprachen. Finde ich geil. Und deswegen geht bitte zur Europawahl und wählt. Ganz auch das. Bam. Auch hier wegen They Shall Not Grow. Ganz, ganz, also hat mich begeistert. Schön. Ich hätte, ich habe da Kohle für gekriegt, ein bisschen, nicht viel, aber ein bisschen, war aber zu gespannt drauf. Da muss man sich nicht für schämen, wir machen ja auch Patreon jetzt. Ich sag's nur dabei, ich will nicht, dass es heißt, ne? Der Sträter ist aber generös, nur hat mich überzeugt. Ich hätte es aber, habe ich denen auch gleich gesagt, wenn das Ding nichts taugt oder wenn ich es bescheuert finde, sage ich euch gleich was in die Videokamera hier im Kino, aber ich sag euch, was ich meine. Mhm. Ich sage es vielleicht nett und sage, da könnte man es noch verbessern, aber wenn es nichts taugt, werde ich es im Podcast nicht ansprechen. Könnt ihr euch vergessen. Was mich auch überzeugt hat, ist das neue Nintendo VR-App und das schauen wir uns jetzt mal an. Das ist geil. Oh, ist das geil. Oh, der Dicke da. Ja, das war ich, wie ich die neue Nintendo VR-Brille ausprobiert habe. Das haben wir einfach mal reingeschnitten. Ich muss noch arbeiten jetzt gleich auch, und zwar hier. Können wir, deswegen sind wir ja hier, damit du es nicht so weit hast. Können wir sagen, Avengers Endgame, der gelungene Abschluss, ein Fandienst an die letzten 10 Jahre. Ja, ein so, ne? Unaufwendiges, kompaktes Kammerspiel, wo man sagen kann... Da hat man sich mal man bewusst kann, zurückgenommen und das tat dem Film auch gut. Hier gehen schauspielerische Leistungen noch vor, Spezialeffekt. Das ist wirklich dringend empfehlenswert. Ja. Doch, gehen wir... Was wird jetzt kommen? Gehen wir mal so ein bisschen in die Zukunft, wenn die Avengers schon in die Vergangenheit gehen, schauen wir in die Zukunft. Ja, John Wick tatsächlich, da freue ich mich drauf. Nein, wir reden von Marvel. Ach so, jetzt. Marvel. Das ist jetzt Marvel. Jetzt haben wir Guardians freue ich mich in 5,5 Jahren, wenn der mal rauskommt. Ja. Aber ich finde das ja schon toll, dass James Gunn jetzt tatsächlich den nächsten Guardians auch macht. Ganz genau. Und er macht nicht nur den nächsten Guardians, er macht auch Suicide Squad. Das ist wirklich Suicide lustig. Also, und freuen wir uns drauf, das Thor zusammen mit den Guardians, also die Asgardians auf the Galaxy. Aber ich vermute, die lassen den an der nächsten Ecke raus. Meinst du, Star-Lord sagt so, nee, immer hier. Geil, aber ich weiß gar nicht, ob ich das auf Dauer... Ich habe sehr gelacht über, wer von euch war schon mal im Weltraum? Ja. das war sehr, sehr schön. Ich habe übrigens... Kotzt mir nicht alles voll. Ich habe Guardians of the Galaxy nochmal gesehen, den ersten Teil, und ich hatte wieder so einen Spaß bei dem Film. Ja, ich fand's echt, das war auch eine meiner Lieblingsszenen in dem Film, wo sie dann tanzen und sehen und sagen, ja, ein Vollidiot. das war auch wunderbar. Auch lustig. Nein, wie clever das alles nochmal nachgestellt war. Er ist ein Vollidiot. Ja. Er ist ein Vollidiot. Ja, das war's. Ja, danke Marvel für die letzten 10 Jahre, würde ich mal sagen. Wir freuen uns auf Phase 4. Phase 4? Ja, aber mit den Ameisen wieder? Ja. Super geil, da freue ich mich. Ganz aber ehrlich, ich glaube, habe ich eben gesagt, ich glaube nicht, dass wir diese Vehemenz und dieses Team-Up, was wir jetzt hatten mit Endgame, wir werden das nicht nochmal sehen. Nein, ich glaube, das war jetzt wirklich ein Moment in der Filmgeschichte, wo man sagt, so, das ist es jetzt und jetzt muss sich DC auch endlich mal was ganz anderes überlegen und überhaupt müssen wir jetzt alle jetzt mal umdenken. Wir hatten jetzt diese 10 Jahre, wo wir zugeballert worden sind mit Superhelden, mit Marvel und allen möglichen Sachen. Jetzt muss mal was anderes kommen. Ich schließe mit, dass ich glaube, dass diese Energie, diese Synergien, diese unfassbare Verzahnung und diese Action, die dabei rauskommt, dass man wirklich auch Spaß hat, auch langfristig, das gibt's ab jetzt eigentlich nur noch hier am Tisch. Ja. Und damit verabschieden wir uns. Der nächste Podcast ist der 60. Podcast. Ja, wenn es euch gefallen hat. Ziehen wir da Polunder an und so eine Scheiße? Ja, wahrscheinlich. Funktionskleidung. Ja. Es wird der 60. Podcast werden. Lassen wir uns da noch was einfallen? Wir lassen uns noch was einfallen. Wenn euch das gefallen hat, wie gesagt, abonnieren. Ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe. Abonnieren, liken, teilen, damit noch mehr Leute uns gucken. Und wenn ihr Lust habt, schaut mal auf unserer Patreon-Seite. Bei Patreon. Ich blende das ein, beziehungsweise. Auf unserer Homepage kann man das auch. Auf unserer Homepage und natürlich. Buchstabier das mal, dass sie nicht auf so Patriotenseiten gehen. Ja, ganz genau. Und natürlich Buchstabier mal Patreon bitte. P-A-T-R-E.
Patreon. Patreon. P-A-T-R-E-O-N. Patreon. Genau. Ihr könnt aber auch einfach auf unsere Homepage gehen und da steht es auch. Genau. Und wir sind bei Instagram, wir sind bei Twitter, wir sind bei Facebook, wir sind überall. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Hier aus dem Majestic Theater in Dortmund-Waltrop. In Dortmund-Waltrop. Danke an meine lieben Kollegen. Und das letzte Wort hat natürlich Gerry. Der Streberg, der Gerry. Der Gerry. Lasst dir Zeit. Ja, und ja, locker. Wenn du jetzt wüsstest, was du sagen willst, ja, ich soll ich es dir aufschreiben? Alles Gute, auch beruflich. Ja, er ist ein Vollidiot. Das ist wirklich meine Lieblingsstelle in dem ganzen Film gewesen. Seit fünf Jahren, sage ich dir das. Er ist und bleibt ein absoluter Vollidiot. So, danke fürs Zugucken. Ich erkläre euch jetzt ganz kurz, was es mit Patreon auf sich hat. Streter, Bender, Streberg sind ab sofort bei Patreon. Patreon ist eine Plattform, wo ihr als Zuschauer, als Konsumenten die Möglichkeit habt, euren Lieblingspodcast zu unterstützen. Das machen andere Podcasts auch, das machen YouTuber. Das ist, liegt daran, weil dieser Podcast ist in den letzten Jahren sehr gewachsen und damit auch die Logistik. Wir haben uns entschieden, wir machen keine Werbung, wir lassen keine Werbung laufen bei YouTube. Wir machen das über Patreon. Das heißt, wenn ihr mehr wollt, dann bekommt ihr auch mehr. Das heißt, ihr könnt Mitglied werden im Streter Bender Streberg Club. Ist das nicht toll? Es gibt drei Stufen. Die erste Stufe heißt, da kann man doch du zu sagen. Das ist die niedrigste. Wenn ihr zu dieser Stufe greift, dann bekommt ihr den Podcast ein paar Tage früher. Bei der zweiten Stufe, die heißt über Tische und Bänke, Knickknack, da bekommt ihr auch den Podcast ein paar Tage früher und ihr bekommt noch mehr Inhalte. Wir haben ganz viele tolle Ideen. Wir haben vor, dass wir, wenn wir im Kino waren, kurz über die Filme reden und eine Direktrezension machen. Wir reden hier im Little Nemo über Comics. Gerry wird seine Coffee-Table-Bücher vorstellen. Wir machen vielleicht mal ein Let's Play. Alles das auf dieser Stufe über Tische und Bänke. Und bei der dritten Stufe alles Gute, auch beruflich. Da gibt es was ganz Tolles, denn da gibt es mehrere, wir haben es schon gemacht, einen Audiokommentar über einen bestimmten Film. Das heißt, wir reden die ganze Zeit, ihr könnt den Film gucken und uns dabei hören. Ja, quasi. Wir haben jetzt gerade Bohemian Rhapsody besprochen, 2 Stunden lang, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn ihr Ideen habt, welche Filme wir noch besprechen könnten oder was wir alles noch machen könnten, Behind the Scenes und was weiß ich, ihr könnt mit, weil wir beim Pizza essen, Pommes, keine Ahnung. Überlegt euch was, schreibt uns und wie gesagt, wenn ihr Lust habt, werdet Mitglied beim Streter Bender Club. Streter Bender Streberg Club, den Gerry wollen wir nicht vergessen. Aber wie gesagt, der Podcast bleibt völlig umsonst für euch. Ihr könnt ihn jederzeit gucken, es geht so weiter. Und wenn ihr mehr wollt, dann bekommt ihr ab sofort mehr von uns für euch. Lutsch mich rund und nenn mich Bärbel, der Podcast. Mit Ständer, Breiter und Rehbein. Mit Streiter, Bender und Streberg. Ja, wenn euch das gefallen hat, dann kann man uns auch das Video, ja, das ist man nennt das Abspannvideo. Ja, dann kann man uns auch abonnieren. Die Abspanner, kann man da unten, genau. Auf deinem Gesicht, da. Auf meinem Gesicht. Ja, hast genau. Du das dahin? Ja, genau. Sieht man mich dann überhaupt noch? Ja. Also schön, falls ihr uns nicht schon sowieso schon abonniert habt, dann man sollte das machen. Dann ist man immer voll dabei. Wenn es euch nicht gefallen hat, holt euch eine Pommes.